Also Kinder, nicht, dass ihr denkt, ich bin schon da, bin noch nicht da, sondern ich bin schon da und bin total vorbereitet, bereite mich weiterhin auf die Sendung vor, finde das aber nicht schön, jetzt gewissermaßen die Musik vom Kollegen Langenfeld hier mal zu lädieren, darum halte ich mich zurück, aber nur mal so, dass ihr Bescheid wisst, wa? Nicht, dass da wieder falsche Gerüchte rumlaufen, nö, Kuttner sitzt draußen, kickt Sonnenfeld, Mondfinster, das Mikro ist auf den Scheiße! Keine Bange. Ja, da ist er. Yes, that is the sound creation. Jens Mikro Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, der erste Song ist dem Kollegen Langenfeld gewidmet. Den schenke ich ihm praktisch nochmal. Dass heute ich eine Dame, ob angezogen oder als ein Nackter, der Novak hat am ganzen Leib Charakter. Ich hätte schon längst ein böses entgenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ich hätt an vielen Dingen mein Vergnügen. Ich möcht so gerne in der Gosse liegen. Ich möchte einmal sinnlos mich besaufen. Ich möcht mit einem Freudenmädchen raufen. Ich möchte einmal Männer toll verbrauchen. Ich möcht statt Memphis Marihuana rauchen. Ich hätt sogar schon Morphium genommen. Aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ich möcht so gern bei Vollmond ein Vampir sein. Ich möcht Geliebte von einem Fakir sein.
damit mich, wenn ich lieg ohne Matratzen, von hinten noch die Nagelspitzen kratzen. Ich möchte Austern mit der Schale essen. Ich möchte mit einem Walfisch mich vergessen. Ich hab mir das schon alles vorgenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Der Novak ist zwar einerseits ein Segen, doch andererseits lässt er mich nicht bewegen. Da stand ein Inserat in einer Zeitung. Es sucht von einem Nachtlokal die Leitung. Ein junges Mädchen, brav mit nettem Wesen, das nackert tanzt vor Negern und Chinesen. Den Posten hätt sofort ich angenommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Schwupp und schon ist er wieder da, der Onkel vom Radio. So, sag mal Kinder, eben war ja ein totaler Telefonalarm, denn wieder alle total fasziniert zugehört. Was hat die Musik mit Langenfeld zu tun? Ja, weiß ich gar nicht. Soll der euch erklären in der nächsten Sendung? Jetzt bin ich ja dran. So, was machen wir heute? Wir machen heute ein tolles Experiment. Hat dir davon erzählt? Kannst dich auch dran beteiligen, Kollege Langenfeld. Vor allen Dingen musst du nächste Woche die Glücksfee sein, habe ich festgestellt. Wie hast du das festgestellt? Stell dir mal vor, bin ich nicht total selbstlos und großartig? Ich jede Gefahr ein, 1000 Euro zu verlieren. Ich verlose heute 1000 Euro in der Sendung. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass privat, dass mein du, Geld! Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirklich vorhast, 1000 Euro zu verlieren. Stimmt, habe ich, ja, ich weiß Gott nicht vor. Sondern ein total tolles Experiment. Nee, ist kein Haken, ist ein Experiment. Hast du die letzte Sendung, mein letztes Experiment mitgekriegt? Die kleinste? Ich hab nur immer mitgekommen, dass alle... Na, man konnte eine Zahl hierher schicken. Ja. Also zu mir, so e-mailmäßig, kuttner@kuttner.de. Und wer die kleinste Zahl genannt hat, wo er der Einzige ist, dass er die nennt. Also die kleinste, nur einmal genannte Zahl gewinnt. Ich verstehe. Also schicken natürlich irgendwie ein paar, irgendwie so 1-1, aber wenn 5 mal die 1 genannt ist, dann ist die 1 nicht mehr die kleinste Zahl und 3 mal die 2 genannt, auch nicht mehr die kleinste Zahl, die 3 nicht, die 4 nicht, die 5 nicht. Was ich hingesetzt habe, hat erstmal die Wahrscheinlichkeit. Das war irre, 250 Mails gekriegt, 250 Teilnehmer. Und schätz mal ungefähr, was denkst du, was die gewonnen hat? 88, irgend so was. Nee, 15, erstaunlich, oder? 15. Und dann die nächste einsame Zahl war dann wieder, weiß ich auch, erst so 27 oder so. Die häufigste genannte war 26. Und genau so ein Experiment mache ich heute wieder. Man kann 1000 Euro gewinnen? Nee. Und jeder kann sich daran beteiligen und wird quasi verlost. Ich auch? Du kannst dich auch daran beteiligen. Ja, mit Arbeiter, nee, doch. Ist völlig offen. Naja, er ist jetzt nur nicht so mit Gewehr und ohne Gewehr und Notar. Aber du bist praktisch mein Notar. Nee, der Witz besteht dran. Wenn sich nur einer daran teilnimmt, gewinnt der 1000 Euro. Wenn zwei daran teilnehmen, dann wird die Summe geteilt, 500, gewinnt einer 500 Euro. Wenn 100 daran teilnehmen, wie bitte? Gewinner. Teilnehmer. Je mehr daran teilnehmen, umso kleiner wird der Gewinn. Je weniger daran teilnehmen, also man muss selbstlos sein. Wenn man, nicht wie letzte Woche, sondern... Nee, wenn man mir böse will, beteiligt man sich daran nicht. Aber dann gewinnt man aber eben ohne. Verstehst du, du schickst mir eine E-Mail, dann kriegst du von mir 1000 Euro. Wenn jetzt 1000 Leute daran teilnehmen, könntest du jetzt locker sagen. Wenn 1000 Leute daran teilnehmen, gewinnt einer einen Euro. Gewissermaßen, die Summe wird geteilt durch die Zahl der Teilnehmer. Also man kann sogar fünfmal daran teilnehmen, wenn man nur mal erhöht man seine Chancen, aber verringert man den Gewinn. Ja, erzähl mal, was ist die Aufgabe? Ja, nicht, ist ja keine Aufgabe. Das ist bloß ein Experiment. Wir wissen, wie viele Leute daran teilnehmen, wie groß dann die Auszahlungssumme ist, die ich tätigen muss. Wenn ich Pech habe, wie gesagt, wenn nur einer schreibt, Kuttner, ich will die 1000 Euro gewinnen, und nur einer nur schreibt, dann muss ich dem 1000 Euro zahlen. Das ist eigentlich so psychologisch und so, ne? Ist spieltheoretisch eigentlich, ja, ja. Ich muss nächste Woche meinen Computer mitbringen und dann musst du rufftippen und sagen, der hat gewonnen.
Und gleichzeitig bestätigen, dass sie also so absurde Dinger sind, dass ich das mir selber ausgedacht habe. Aber ich kein Interesse daran, mir jetzt selber auszudenken, sondern finde ich irgendwie ganz schön. Mal 1000, oder hast du schon mal 1000 Euro verlost? Nee. Siehste? Ich aber. Großartig. Bin ich nicht selbstlos? Naja, bin ich offensichtlich. Nee, eigentlich nicht. Aber neugierig bin ich. Neugierig bin ich. So, Kinder, damit habt ihr jetzt schon im Grunde. Finde ich ein bisschen abstrakt für einige. Musst du das nicht nochmal eins langsam erklären? Ja, ich habe ja drei Stunden Zeit, die ganze Etipetete zu erklären, wie das funktioniert. Ist heute also wieder mal eine Experimentalsendung, nachdem ich. Wenn jetzt jemand anruft, ist das auch schon ein Teilnehmer? Nee, anrufen nicht. Nee, die müssen mir eine E-Mail schicken. Kuttner.de. Die anrufen und erstmal fragen, worum es geht, gelten automatisch auch als Teilnehmer. Das wäre natürlich, nein, das wäre fies. Nee, soll schon aktive sich selbst bezichtende Teilnahme sein. Man kann einen Brief hierher schreiben, Brief oder Karte, muss vorne rufschreiben, irgendwas mit Gewinnspiel, Kuttner Gewinnspiel und muss ja nicht weiter reinschreiben, bloß seine Adresse, damit man dann weiß, wohin der irre Gewinn geht. Soll ich es nochmal sagen? Kinder, habt ihr kapiert? Hier sind 1000 Euro im Pott. Die kann man gewinnen, wenn einer eine E-Mail an kuttner@kuttner.de mit der so Überschrift irgendwie Gewinnspiel, Gewinn, trari, trara. Wenn mich nur eine Mail erreicht, dann hat der diese eine Mail geschickt hat, dann hat der gewonnen. Wenn mich zwei Mails erreichen, wird der mögliche Gewinn halbiert und einer gewinnt die Hälfte des Gewinns. Wenn 10 Teilnehmer sind, dann gewinnt einer ein Zehntel der Summe. Also würde einer 100 Euro gewinnen. Wenn sich 1000 Leute daran beteiligen, gewinnt einer 1 Euro. Also ihr merkt schon, das Risiko ist jetzt für mich nicht so groß. Was mich wirklich daran interessiert, ist, wie dieses Spiel wohl funktionieren wird. Wo, bei welcher Summe wir landen werden, wer das gewinnt. 1000 Euro sind quasi im Topf. Ansonsten würde ich mich gerne mit euch heute unterhalten, ob ihr hin und wieder auch mal so seltsame physikalische, chemische, psychologische, zwischenmenschliche Experimente macht oder gemacht habt, ob ihr schon mal so eine interessante Experimenterfahrung habt. Wenn ihr hier über Experimente ein bisschen quatschen wolltet mit mir, dann ist das eure Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und ihr wisst ja, ihr habt doch so unfreiwillige Formen von Experimenten. Also, darüber würden wir heute reden. Ansonsten muss ich hier, verberge ich den ganzen Abend damit zu tun haben, mein Experiment nochmal zu erklären, zu exemplifizieren. Nach 23 Uhr, so ab 11, findet dann hier auch nochmal, finden hier sogar zwei Kartenverlosungen statt. Die eine ab 11 zum Videoschnipselvortrag am Donnerstag um 21 Uhr in der Volksbühne, jetzt folgenden Donnerstag, also übermorgen in der Volksbühne, Videoschnipselvortrag. Der wird, glaube ich, ein Fest der Lebensfreude, soll das werden. Nur fetzige, seltsame, schicke Musikclips, die zu schauen das eigene Herz höher schlagen lassen. Unter anderem arbeite ich ja schwer an dem Hartmut König Revival. Wir werden nachher noch den einen oder anderen Song von Hartmut König hören. Hier erstmal MC 900 Feet Jesus und dann jetzt los. Stare and stare across
across the aisle at the necktie he wears. Climb the steps and pay the fare. A lady standing and no one even cares. We're all just riding with our nose in the air. Another stop on the bus. Some people boarding a different color than us. They hate to mingle, but no one makes a fuss. The thing about it, there's no one here we can trust. A month of Sundays full of preaching. Where are the folks that the script's been reaching? They're hard to find, like it's a crime. To do of good, brotherhood, seems no one will, and the only thrill is doing bad. It's a little sad. So all I'm trying to say is what a way to waste the day. The black and the au-fait work the same job for the pay. But it seems here lately we have nothing to say. Sundays full of preaching. What are the folks that the script's been reaching? They're hard to find, like it was a crime. To do of good, brotherhood, seems no one will, and the only thrill is doing bad. It's a little sad. So all I'm trying to say is what a way to waste the day. The black and the au-fait work the same job for the pay. But it seems here lately we have nothing to say. We just stare and stare across the aisle at the necktie he wears. Climb the steps, pay the fare. A lady standing and no one even cares. Bye.
wartet. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, 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 so. Tag, Kinder. Wir machen ja heute eine Experimentalsendung. Würde ich mal sagen. Also ich will noch mal kurz das Spiel erklären. 1000 Euro sind im Pott. Oder wie nennt man das? Das klingt so toll, oder? Schon wieder ein erstes Experiment gemacht von meiner Seite aus. Der Kollege Kötter Heinrich kriegt auch die Irre. Ja, Gerald, das ist die Zukunft dieser Sendung. Ich werde die demnächst überhaupt nur noch von zu Hause machen. Muss ich mir ja nicht verdrießliche Kollegengesichter anschauen. Das ist der Kollege Langfeld, sitzt da und rätselt. Ja, ja. So, so das Spiel ist, 1000 Euro sind im Topf. Man kann einfach so gewinnen, indem man mir eine E-Mail schickt an kuttner@kuttner.de oder einen Brief hierher zu Fritz, da weiß ich jetzt die Adresse nicht genau. Man muss ja nicht weiter machen, man muss bloß teilnehmen. Im Topf ein, der Kollege Kadalich nimmt schon teil, nehme ich an. 1000 Euro sind im Topf. Man schickt eine E-Mail. Wenn ich nur eine E-Mail bekomme, dann hat derjenige, der die E-Mail geschickt hat, hat dann 1000 Euro gewonnen. Wenn ich zwei E-Mails bekomme, dann hat einer von den beiden die Chance, die Hälfte von 1000 Euro, nämlich 500 Euro zu gewinnen. Wenn mich 10 Mails erreichen, dann wird die Gesamtsumme 1000 Euro durch 10 geteilt und einer der 10 hat gewonnen. Man kann, das will ich freistellen, auch mehrmals teilnehmen. Dazu müsste man 5 Briefe oder 10 Briefe, 5 Postkarten oder 5 oder 10 E-Mails verschicken. Der Gewinner wird in 14 Tagen hier in der Sendung festgestellt. Der Kollege Langenfeld wird als Notar und als Maren Gilzer und als Glücksfee agieren. Den Blick gesenkt sitzt da draußen, das Blut schießt ihm in die Ohren. Ein wundervoll rotgesichtiger Hip-Hop-DJ, der euch hier als Glücksfee dienen wird. So, jetzt müssen wir mal vielleicht langsam hier versuchen, ein Gespräch zu führen. Hallo, wer bist du? Mit Butter. Hallo? Mit Butter. Ja, ja, genau. Hallo, wer ist da? Ja, Luis de Marco. Hallo, Marco. Ja. So, fällt ja hier gar nicht auf an dieser wunderbaren Sendung. Ja, also, ich wollte noch mal kurz was sagen. Was denn? Ihr lasst mich doch. Ach nee, ich will nicht, dass das gesagt wird. Hallo. Hallo. Hallo, wer bist du? Ich bin John. John? Ja. 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 Und leidest unter langer Weile, Lebensüberdruss und weiß nicht, was dir zu scheiße überhaupt zu sein. Genau, dann will ich dich da mal sitzen lassen. Hallo, wer bist du? Ich möchte meinen Namen nicht sagen. Na ja, dann machen wir mal gleich weiter. Ich muss doch meinen Namen auch sagen. Hallo, wer bist du? Hallo, ist Florian Steglitz. Was sagen Sie? Hundekack. Ach ja, klar. Hallo. Sag mal, was ist denn heute eigentlich die Mondfinsternis? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wer bist du? Hä? Hä? Wer bist du? Ja. Genau. Ja. Oh, schon wieder ein Gesprächspartner erledigt. Na, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Musik, oder?
Ah ja, ich habe ja gesagt, genau. Am Donnerstag ab 21 Uhr, Videoschnipsel in der Volksbühne. Unter dem Titel Ein Fest der Lebensfreude werden nur total schicke Schnipsel, Musikschnipsel gezeigt. Unter anderem Hartmut König, dessen Klassiker hier zu vernehmen ist gerade. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg. Du gibst, wenn du redest, vielleicht dir die Blöße, noch nie überlegt zu haben, wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe, ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg. Wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn Fritz in Hellersdorf, dann 102,6. Fritz Info. 22.32 Uhr. Das Wetter in der Nacht kann es regnen, nur im Osten Brandenburgs bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen um 10 Grad. Morgen gibt's wieder einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Und jetzt die Meldungen mit dem legendären Gerald Kötter-Heinrich. US-Verteidigungsminister Rumsfeld hat eine lückenlose Aufklärung der Foltervorwürfe im Irak angekündigt. Die Taten seien völlig unakzeptabel, sagte er in Washington. Das US-Verteidigungsministerium zog aus den Foltervorwürfen inzwischen weitere Konsequenzen. So sollen die Haftbedingungen für irakische Gefangene verbessert werden. Das Nahostquartett hat den israelischen Plan für einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen begrüßt. Er begünstige die Suche nach dem Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, hieß es in einer Erklärung. Im UN-Hauptquartier in New York hatten sich Vertreter der USA, Russlands, der EU und der UNO getroffen. Die Verabschiedung einer Ausbildungsplatzabgabe am Freitag im Bundestag bleibt ungewiss. Bei einer Probeabstimmung in der SPD-Bundestagsfraktion sprachen sich etwa 20 Abgeordnete dagegen aus. Fast alle Kritiker kündigten aber an, am Freitag aus Gründen der Fraktionsdisziplin mit Ja zu stimmen. Der erste deutsche Freilandversuch mit genverändertem Weizen steht vor dem Aus. Unbekannte haben gestern Nacht das Feld in Sachsen-Anhalt verwüstet. Das teilte das Agrarministerium mit. Der Genweizen war erst vor 4 Wochen ausgesät worden. Hinweise auf Täter gibt's noch nicht. Zum Sport. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Tschechien das Viertelfinale verpasst. Das Team scheiterte in der Zwischenrunde mit 0:1 an der Schweiz. Und im Halbfinalrückspiel der Fußball Champions League steht es zwischen Deportivo La Coruña und dem FC Porto kurz vor Schluss 0:1. Bleibt's dabei, ist Porto im Finale. Wäre Porto im Finale. Der Verkehr Fritz, eine Meldung, Stadtautobahn Berlin, A100 Neukölln Richtung Wilmersdorf, zwischen Tempelhofer Damm und Albuinstraße gibt es eine Baustelle, 2 Fahrstreifen sind dort gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Na,
da dran? Fritz, die Konzerte. Die Beatsteaks. Diesen Freitag. Und wegen der großen Nachfrage auch am Samstag. 20 Uhr, Columbiahalle Berlin. Die Beatsteaks live erleben. Und im Radio? Meiste Musik. Fritz. Elisabeth B., 37, sitzt vor dem Frisiertisch und frisiert sich die Haare. Dabei zündet sie sich eine Zigarette an. Sie nimmt sich das Haarspray und sprüht sich damit die Haare ein. Dabei entzündet sich das Spray, es wird zum Flammenwerfer. Der Kopf verkohlt und im Sekundenbruchteil explodiert die Spraydose. Auf dem brennenden Teppichboden liegt die verstümmelte und verkohlte Leiche. Kurt L. 27 ist gegen 0.30 Uhr auf dem Nachhauseweg. Er ist angetrunken. Sein Weg geht dicht an einer Schaufensterfront entlang. Dabei stolpert er und durchschlägt mit seinem Kopf die Scheibe. Von dem Schlag wird er bewusstlos und das Gewicht seines niedersinkenden Körpers trennt den Kopf vom Rumpf. Passanten entdecken den abgetrennten Kopf in einer Blutlache in der hell erleuchteten Auslage eines Schuhgeschäfts. Hansi M. 5, Einzelkind. Spielt in einer Vorstadtstraße mit dem Karton von Muttis neuer Spülmaschine. Er kriecht hinein, klappt den Deckel von innen zu und versucht sich damit wie ein Würfel fortzubewegen. Dabei gerät er auf die Fahrbahn. Der Lastwagenfahrer Leo S. 46 denkt, der Karton wäre durch den Seitenwind auf die Fahrbahn getragen. Beim Überfahren jedoch verspürt er einen Huckel. Er hält an und steigt aus, um nachzusehen. Aus der plattgewalzten Kiste rinnt Blut. Eva F. und Jürgen E., beide 20, sind jung verlobt und wohnen seit kurzem zusammen. Eva wäscht sich gerade in der Küche der Altbauwohnung und die Haare, als der Verlobter von hinten kommt, um sie zu lecken. Er stößt sie mit den Zeigefingern in die Seite. Sie schreckt hoch und rammt sich dabei den laufenden Wasserhahn durch die Schädeldecke. Eine Fontäne aus Wasser, Shampoo und Gehirnwasser schießt durch die Küche. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Tag, Kinder. Wir wollen heute hier über, das war eben die Musik, die eben zu hören war, Tödliche Doris, 7 tödliche Unfälle im Haushalt, so heißt die Platte von Ihnen auch, die Tödliche Doris, nicht
Dosis, sondern die tödliche Doris. Wir wollen heute eine Experimentalsendung machen, wäre übertrieben. Vielleicht ein bisschen über Experimente reden. Und gleichzeitig will ich wieder ein großes Experiment starten. 1000 Euro stelle ich zur Verfügung. Bin ich bereit? Bin ich nicht bereit? Bin ich bereit, loszuwerden? Und man kann die einfach so gewinnen. Man muss nur eine E-Mail schicken an kuttner@kuttner.de und oben hinschreiben Gewinnspiel und vielleicht seine Adresse. Und schon ist man drin in der Verlosung. Mit der Einschränkung freilich, dass die 1000 Euro durch die Zahl der Teilnehmer geteilt wird und die daraus resultierende Summe dann einer der Teilnehmer gewinnen wird. Mit dem Effekt, dass wenn nur einer dran teilnimmt, wenn ihr mich ärgern wollt, nimmt nur einer dran teil, aber wer ist es? Man kann sich schwer absprechen. Der würde 1000 Euro gewinnen, wenn zwei dran teilnehmen, gewinnt einer 500 Euro, wenn 100 dran teilnehmen, gewinnt einer 10 Euro, wenn 1000 dran teilnehmen, gewinnt einer 1 Euro. Mal sehen, was dabei rauskommt. Die Auflösung findet in 2 Wochen statt, in 14 Tagen statt. Und mehr als das sagen und ankündigen, alles ab 23 Uhr hier 5 Karten für den Videoschnipselvortrag am folgenden Donnerstag verlost werden, kann ich jetzt nicht machen. Wir reden nichtsdestotrotz miteinander. Und zwar über Experimente, die ihr vielleicht schon mal gemacht habt, die ihr gerne machen würdet. Ihr könnt auch ein ordentliches Radioexperiment vorschlagen, wenn es einleuchtend ist und interessant zu sein verspricht. Dann könnten wir ja gemeinsam hier machen, wenn ihr selber euch in der Lage seht, jetzt so aus dem Stand ein Experiment mit einem oder zwei anderen Leuten zu machen, dann würde ich euch auch zusammenschalten und dann könntet ihr da ein bisschen rumexperimentieren, wenn ihr schon mal Teil eines Experimentes wart oder gewissermaßen auch ein unfreiwilliges Experiment gemacht habt. Könnt ihr auch hier anrufen, unter dieser Telefonnummer hier. Warte, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Sag mal, ich klinge heute so professionell, habe ich den Eindruck. Naja, der täuscht. Was? Du professionell? Naja, kann sein, dass er doch täuscht. Hallo, wer ist denn da? Ja, hi. Sag mal, hier ist der Stefan gerade dran. Hallo Stefan, na das ist ja mal schön, super. Stefan. Guck mal, bei dir kommt man ja wirklich durch, hör mal, ist ja richtig geil. Von wo aus rufst du an? Ich aus Berlin. Hast aber gerade Glück gehabt mit deinem Durchkommen hier. Super. Nee, ich bin mit Zufall jetzt mal in deiner Sendung darin gerutscht und fand, ich meine, eine andere Frage, sag mal, du bist irgendwo so eine Altersgruppe, so irgendwo so... da wollen wir uns mal ernst raushalten. Gewicht. Weil du gerade über Experimente redest. Ja. Ja, ich hab da auch mal sexuell mal rumexperimentiert. Darf man darüber reden oder ist das verboten? Nee, ist nicht verboten. Also ich heiße es, ist bloß, ist, nein, nein, also, ich meine, es nee, ist bloß immer so wie so eine Vormittags-Talkshow auf Sat.1 oder Pro7, oder da ist man dann relativ nah dran. In der Gefahr müssten wir versuchen auszuweichen, ansonsten können wir auch über sexuelle Experimente reden. Treffel 11 ist mir egal. Nee, nur dass da nicht so ein Schnulli rauskommt wie so eine Fernseh-Talkshow-Deppen-Quatsch-Scheiß-Dreck. Das Experiment habe ich mal gemacht, ich bin mal unterwegs gewesen, mal irgendwie so auf dem Kudamm und was, und dann bin ich ein bisschen abgestürzt bei und was. Und naja, ich meine, also ich habe so ein Experiment weniger gemacht. Ich meine, sagen wir mal, die beiden letzten haben so ein Experiment mit mir gemacht und was. Und das fand ich allerdings sehr interessant, wie ich dann am nächsten Morgen da irgendwie so wach wurde. Und was, ist eine sehr interessante Erfahrung. Also da warst du gewissermaßen eher die Ratte im Versuchskäfig. Der Käfig, ich meine, Ratten schnallt man ja selten da an, nicht? Oder was? Aber das haben die Mädels fertig gebracht. Was? Die haben dich angeschnallt? Ja, ja, richtig fest angeschnallt, ja. Ach so, hast du aber Glück gehabt, dass sie dich wieder losgelassen haben, oder? Ja, naja, ein Kumpel, der hat mich dann irgendwie da... Der hat dich dann, was, wie denn? Der hat dich dann irgendwie später befreit? Die haben dich dann da, liegen lassen und irgendwie... Nee. Naja, erst hat er mich ja nicht erkannt, weißt du, weil ich ja keine Haare mehr hatte. Wieso? Weil haben die dich nur noch rasiert? Ja, ja, richtig blank. Aber du wusstest aber nicht so genau, worauf du dich da einlässt, oder wie?
Nein, wir haben es ganz normal bei Joe Sam Kudam kennengelernt. Bei Joe Sam Kudam, das klingt schon verdammt normal. Naja, gut, und dann volle Pulle abgestürzt? Ja, abgestürzt, so richtig. Dann haben die dich später ab... Und alle drum und dran und was, dachte für hübsche Mädels und was. Und dann haben die dich abgeschleppt? Ja, haben sie gemacht, ja. Und haben mit dir experimentiert? Ja, richtig, also da war ich da richtig wie eine Ratte gewesen. Und hast du wenigstens was gelernt bei dem Experiment? Oder was ist denn rausgekommen? Wie sah denn die Versuchsanordnung aus? Was war denn das Ziel des Experimentes? Ja, das habe ich mich hinterher auch gefragt. Ich meine, also... Wir wollten den Friseursalon aufmachen und mal kicken, wie das, wenn man so einen Mann irgendwie Glatze schneidet, oder wie? Nee, ich bin multifunktionell geworden. Du bist wie, inwiefern multifunktionell geworden? Naja, multisexuell. Bist du dadurch geworden? Ja. Weil dein Kumpel da noch kam, oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Ja, sicher, der ist ja auch noch geil. Mein lieber Freund. Na, da ist aber drunter und drüber. Aber das sexuelle Experiment war jetzt gewissermaßen das Einzige, was du so mal angestellt hast. Haben wir auch schon andere Experimente gehabt. Ja. Ich meine, bloß im Flugzeug, da rutscht man immer wieder raus. Wie bitte? Wo rutscht man immer wieder raus? Im Flugzeug. Was heißt, im Flugzeug rutscht man immer wieder raus? Naja, wenn man da in so Luftloch kommt. Verstehe ich nicht so ganz, aber... Könntest du das erklären, diesen geheimnisvollen Satz? Na, muss nicht unbedingt sein. Hast du mal einen anderen Take mal dran oder was? Ich meine, dass ich vielleicht erstmal noch ein bisschen zuhöre. Ich kann dann noch hör mal noch ein bisschen zu, genau. So machen wir das ja. Okay, vielen Dank, Stefan. Ja, okay. Tschüss. Okidoki. Der hat auch zu viel Rias gehört. Hallo. Naja, ist ja nicht so, dass wir hier. Hallo? Kiri in den Sack. Genau, super. Hallo, wer ist denn da? Hi. Hi, wer bist denn du? Ich bin Kalasch. Kalasch? Ja. Tag, Kalasch. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist der Christoph. Hallo, Christoph. Hi. So, von wo aus rufst du an? Lichtenberg. Aus Lichtenberg. Christoph, wie alt bist denn du? 14. 14? Ja. Und willst du jetzt über Experimente reden? Na, ich hab eins. Also vom Freund, der hat das mal irgendwann mir angedreht, sag ich jetzt mal so. Ja. Was mir eigentlich ziemlich logisch erschien, aber doch irgendwie nicht hinhaut. Verstehe ich nicht. Ja, das ist, also pass auf. Er hat ein Experiment mit dir gemacht, oder was? Nein. Das würde er gerne mal ausprobieren, oder? Ja. Ach so. Hat er sich so vorgestellt. Soll ich dir mal einen schönen vorschlagen? Eigentlich wollte ich ja seins vorschlagen, aber gut. Aber ich wollte ja zwischendurch nur. CD in der Mikrowelle, das sieht super aus. Muss man machen, echt? Nee, halt, stopp, dunkel, mir fällt gerade ein, da geht sie kaputt. Naja, klar geht sie da kaputt, aber es gibt doch so viele Scheiß-CDs. Insofern ist es doch kein Schade. Aber abends Licht aus, CD in der Mikrowelle. Sieht echt spitze aus. Oh. Ist super. Und hinterher sieht es eigentlich auch ganz gut aus, die CD. Ja. So, erzähl mal von deinem Experiment. Also, er meinte, wenn man einen Hubschrauber, sagen wir jetzt mal, hier in Berlin starten lässt. Ja. Der kann ja in der Luft schweben. Ja. So, dann schwebt der 12 Stunden in der Luft. Ja. Und nach 12 Stunden geht er wieder runter. Wo ist der? Ist der noch in Berlin oder ist er in New York oder so? Der ist noch in Berlin. Ja, klar. Aber warum? Eigentlich dreht sich ja die Erde. Er hebt ja vom Boden ab. Die Luft dreht sich ja mit. Ja, gut. Ja, gut. Genau so ist es. Ja, gut. Aber eigentlich... Das ist die Welle. Stell dir vor, du fährst im Zug. Ja. Springst in die Luft. Ja. Stimmt, da ist man immer noch an der gleichen Stelle. Dann kommst du an der gleichen Stelle wieder runter, trotzdem der Zug erfährt. Ja. Dann bist du nicht plötzlich hochspringen und dann bist du im Speisewagen. Ja, das stimmt. Genau so ist es mit dem Hubschrauber. Ja, gut. Kick ihn an. Wieder ein Experiment erklärt, oder? Das stimmt. Also schon mit ein bisschen Überlegung gelöst. Ja. So, und jetzt aber ab in die Küche mit einer CD, oder? Nein! Auf keinen Fall! Weil du nur so tolle Werte habe ich ja schon gemacht. Oder du schenkst mir die 1.000 Euro. Habe ich ja schon gemacht. Ja, ich schicke dir nicht die 1.000 Euro. Du kannst dich daran beteiligen an der Verlosung. Und wenn du Glück hast, gewinnst du. Ja, und was ist, wenn 10.000 mitmachen? Naja, kann ich auch nicht dafür. Na, willst du denn jedem irgendwie... Na, weiß ich doch nicht. Nicht jedem. Einem. Ach, einem. Mann, ich hab's doch mal 20 Mal erklärt. Jetzt hör doch mal genau zu. Wenn einer teilnimmt, gewinnt er 1.000 Euro. Ja. Wenn zwei teilnehmen, gewinnt einer. Es gewinnt immer nur einer. Wenn zwei teilnehmen, gewinnt einer 500 Euro. Weil die sich erstmal gewissermaßen 1.000 Euro werden geteilt durch die Zahl der Teilnehmer und einer von denen gewinnt gewissermaßen die geteilte Summe.
super. Insofern ist mein Risiko nicht so groß. Das sehe ich gerne ein. Aber mich würde interessieren, wie das so funktioniert. Ob da Leute dran teilnehmen, wie viele Leute dran teilnehmen. Wer dran teilnehmen will, kuttner@kuttner.de, schickt mir eine E-Mail und das ist gewissermaßen drin im Verlosungstopf. Ja. In 14 Tagen wird dann entschieden. Na, ich denke mal, da macht keiner mit, wa? Meinst du? Warum nicht? Sollte da jemand mitmachen? Na, weil ja die Chance hat, was zu gewinnen, ohne sich Mühe zu geben. Ja gut, aber und jeder denkt, viele? Ja, gibt's ja sowieso nicht. Da spielen ja 1000 Leute Lotto. Da kann man ja ohne denken, man gewinnt nicht. Also spielen Millionen Leute Lotto und zahlen noch Geld dafür. Ja, klar. Bei mir gewinnt man ja nur. Man muss nur teilnehmen und hat die Chance zu gewinnen, ohne was zu bezahlen. Ja, beim letzten Mal ist es ja auch schief gegangen. Da hat ja auch keiner was gewonnen. Wieso? Beim letzten stimmt ja nicht. Die 15 hatte beim letzten Mal hat die gewonnen. Ach echt? Da habe ich nicht ja. bis zu Ende gehört. Naja, gesagt. Hast du nicht bis zu Ende gehört. Die 15 hat gewonnen. Na, einer musste dabei gewinnen. Ja, gut. Die kleinste, nee, musste nicht. Hätte ja sein können, dass es keine Zahl gibt, die nur einmal genannt wird. Und wo treibst du das Geld aus? Schwere Frage, wa? Nee, aus dem Geldautomaten. Wenn man sich ja, mit toll, dem aus dem Geldautomaten. Naja, musst du auch machen. Na, ich habe aber nicht so viel Geld auf dem Konto. Wäre schön. Oder hast du irgendwie so eine Druckerei? Was heißt denn, wie viel Geld, was denkst du, wie viel Geld ich dazu auf dem Konto haben muss? Keine Ahnung. Naja, siehst du, das ist ja das Interessante, darum macht man ein Experiment, weil man vorher nicht weiß. Eben weil ich auch keine Ahnung habe und mich das so brennend interessiert, was da wohl passiert. Und wenn ich richtig Pech habe, dann wäre ich 1000 Euro los. Na super, aber dann hast du vielleicht irgendwann keine Wohnung mehr, wa? Wieso? Wieso? Was heißt wieso? Naja, warte, naja, 1000 Euro sind 1000 Euro, aber deswegen hat man ja nicht gleich keine Wohnung mehr. Ja gut, aber irgendwann bist du denn verschuldet, ne? Wieso bin ich irgendwann verschuldet, wenn ich mal 1000 Euro bezahle? Ja, aber wenn du jede Woche jetzt 1000 Euro Na, ich sag doch nicht, dass ich. Wer spricht denn von jeder Woche? Oder hast du das irgendwo geklaut? Wer spricht denn von. Ich hab gesagt, ich mach jetzt einmal die Aktion, 1000 Euro zu verlosen. Ja, einmal. Vielleicht wird's denn noch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Es gibt ja so. Tja, vielleicht bin ich auch Milliardär. Ja, dann würdest du aber keine Sendung bei Fritz machen. Wieso denn nicht? Ja gut, wenn du Lust hättest dazu, aber... Naja, warum sollte ich keine Lust haben? Ja, wenn du Millionär oder Milliardär wärst, dann wärst du, glaube ich, eingebildet. Woher weißt denn du das? Weiß ich doch nicht, aber das ist jetzt einfach so meine Behauptung, nee, oder meine... ja, wäre ich nicht eingebildet da. Nee? Glaube ich nicht, nee. Außerdem bin ich eingebildet genug. Also wenn es nach meiner Einbildung geht, dann bin ich zumindest mehrfacher Millionär. Christoph, vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo, Kuttner. Ja, wer bist denn du? Ich bin Wilke. Wer? Wilke. Rilke? Ja, er ist nur mein Nachname. Rilke? Wilke. Wilke. Ja. Hallo, Wilke. Eigentlich heiße ich Johannes. Hallo, Johannes. Ja. Aber du willst lieber Wilke genannt werden, oder wie? Nee, naja, weiß nicht. Wir haben eben 4 Johannesse in unserer Klasse. Ach so, okay, Wilke. Kommt da nicht so gut. Ja, lass mal. Welche Klasse gehst du denn? Neunte. Ich will dich nicht lange stören, ich habe nur eine Frage. Ja? Und zwar, wie heißt denn das Musikstück, was du dort in deiner Sendung immer in Dauerschleife laufen lässt? Das hier? Ja, genau. Oder wo gibt's das? The Sweetest Part of the Leaf. Gibt's irgendwo im Internet. Sweetest Part of The Leaf, in einem Wort. Ah ja, und .com oder? Nee, das Stück heißt so. Ach so, und gibt's das auch im Internet irgendwo runterzuladen? Ja. Ja. Wo denn? Weiß ich nicht. Ah. Naja, also, muss ich mich mal umgucken. Weiß ich schon, aber ich weiß die Adresse jetzt nicht aus dem Kopf. Naja, dann... Aber ich glaube, wenn man jetzt Sweetest Part... Ich mach's gerade. Sweetest Part of... The Leaf schreibt, dann müsste man es finden. Ja, muss ich mal gucken. Test Part of the Leaf. Nee, findet man nicht. Oh. Naja, ich frag mal im Plattenladen oder so. Nee, Plattenladen findest du nicht. Nee, wo hast du es dann? Na, aus dem Internet, schreib doch. Ja, muss ich doch mal genauer gucken. Ja, aber auf Platte ist es nie erschienen. Ja. Hat sich ihm einfach eine Band hingestellt und ein super Riff. 73 Minuten lang durchgespielt. Ja. Und wie lang ist das? 73 Minuten, genau. Wow. Also passt genau so, dass die CD rappelvoll ist. Nicht schlecht. Nicht schlecht, oder? Okay. Auch ein interessantes Experiment. Absolut. Dann entlasse ich dich jetzt in die Nacht.
Das nehme ich morgen früh raus. Das ist schön. Da werde ich jetzt schön schlafen. Okay. Okay. Schlaf schön. Tschüss. Schönen, schönen Abend. So, würde sagen, wir hören erstmal wieder nochmal eine kurze Musik, oder? Dann geht's weiter hier. Ich dachte mal, wir machen weiter mit, arbeiten weiter am Hartmut König Revival. Jetzt ein Song, der als Clip am Donnerstag bei den Videoschnipseln zu sehen sein wird. Ein seltsamer Song und dann natürlich auch ein seltsamer Clip, aber irgendwie doch total schick. Dass man aus so was Musik machen kann, ist nicht so leicht, na, also heutzutage nicht mehr so üblich. Der Song heißt Der alte Mann auf dem roten Platz, Hartmut König. Ich fragte Väterchen, ist das der Weg zum Metro? Kommt man so zur Sportiv? Na ja, röteten sich die Apfelwangen und der Schnurrbart sagte da, musterten mich seine flinken Augen und ich wollte gerade gehen, fragte er, Söhnchen, was wohl bei Lenin? Was hast du bei Lenin gesehen? Glocken tanzten um die Schotters und der rote Platz war weiß. Seine Augen sprühten Feuer, als wär ihm die Antwort teuer und im Schnurrbart glänzte Eis. Ich sagte, Väterchen, ich sah bei ihm die Menschen. Sie waren still und dennoch mir schien, sie geben Bericht aus ihrer Ortschaft, wenn sie an ihm vorüberziehen. Fragte er, was Söhnchen war dein Bericht? Oder warst du bei ihm als Tourist? Lüge nicht, Söhnchen, du darfst nicht lügen, sage mir genau, wie es ist. Glocken tanzten um die Schatters und der rote Platz war weiß. Seine Augen sprühten Feuer, als wär ihm die Antwort teuer und im Schnurrbart glänzte Eis. Ich sagte, Väterchen, überm Schreibtisch zu Hause schaut mir Lenin auf jedes Papier und bessert herum mit spitzem Bleistift. Ihm das zu sagen, war ich hier. Da trat der Alte wie Kaspik aufs Pflaster, drückte mich fest und fragte, woher. Demokratischeskaja Germania, und er zog mich hinter sich her. Glocken tanzten um die Schatkas und der rote Platz war weiß. Da stand er mit Apfelwangen von Erinnerung umfangen und im Schnurrbart glänzte Eis. Glocken tanzten um die Schatkas und der rote Platz war weiß. Und Matthias, mein Champagner, hieß der Opa, Opa, Mania. Und im Schnurrbart glänzte Eis. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, Thema sind heute Experimente, weil in dieser Sendung selbst wieder ein Experiment stattfindet. 1000 Euro stehen zur Verlosung an. Gewinnen kann man, indem man mir einfach eine E-Mail schickt, kuttner@kuttner.de. Diese 1000 Euro werden dann durch die Zahl der Teilnehmer geteilt und einer der Teilnehmer gewinnt dann in einer Einfach-So-Verlosung
den ihm zustehenden Anteil. Das heißt, wenn nur einer eine E-Mail schickt, gewinnt der 1000 Euro. Wenn 10 eine E-Mail schicken, gewinnt einer von den 10 100 Euro. Also wenn man nicht dran teilnimmt, dann nimmt man eben nicht dran teil, kann man auch nicht gewinnen. Wenn man dran teilnimmt, wissen wir, man schmälert insgesamt den Gewinn, aber hat eben selber die Chance, etwas zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. 1000 Euro liegen gewissermaßen im Pott. Kuttner@kuttner.de, vielleicht in die Betreffzeile Spiel, Gewinnspiel schreiben, das macht dann die Orientierung für mich leichter. So, ansonsten telefonieren wir zu Experimenten. Habt ihr selber auch schon mal irgendwie ein schickes Experiment gemacht? Seid ihr Teil eines Experimentes gewesen? Physikalische, chemische, psychologische, soziale, alle Experimente sind möglich. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Übrigens ist mir gerade eingefallen, die Adresse, wo es hier diese wunderbare Musik als Download gibt, sind übrigens 67 Megabyte. Steht bei mir irgendwo auf meiner Seite kuttner.de. Im Forum habe ich es irgendwann mal beantwortet und den entsprechenden Link dahingestellt. Also wer daran Interesse hat, muss dann eben da mal schauen. Da kann man sowieso irgendwie, was diese Musiken hier betrifft oder Fragen zur Sendung betrifft, die kann man eigentlich alle bei mir auf der Seite kuttner.de im Forum stellen und beantwortet kriegen. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Tom. Hallo Tom. So, du wirst worüber telefonieren, worum es geht heute? Ja. Worum? Um Experimente. Genau! Bist du denn Experimentator? Na, ich würde gerne mal ein Experiment machen, ja. Und welcher Art? Na, welcher Art? Na, was denn für ein Experiment? Tja, na, soll ich das jetzt sagen? Warum hast du denn angerufen? Naja, um zu sagen, dass du gerne mal eins machen würdest? Nein, ich sag's mal. Also, du kennst doch diese blauen Müllsäcke? Ja. Wo so 100 bis 200 Liter Wasser reinpassen. Ja, 120, wa? Das sind immer so 120, ja, 120 Liter. Ja, genau. Sowas würde ich gerne mal mit Wasser füllen. Das steht ja frei, ist ja kein Problem. Ja, ja, klar. Und dann so aus einer großen Höhe aus dem Fenster werfen. Aber das ist doch kein Experiment. Dann würde da unten zerklatschen. Na, was würde da passieren? Na, dann klatscht das und dann liegt das Wasser auf der Straße und die Mülltüte ist kaputt. Und nichts weiter kaputt? Was soll denn da noch kaputt sein? Die Straße? Ja, vielleicht. Wieso denn bitte? Na, wenn es aus einer sehr hohen Höhe ist. Naja, ich meine, andererseits macht überlegt ja mal, wie hoch der Regen fällt. Ja, klar. Ohne, dass man deswegen erschlagen also wird. Im Stück. Wie? Oder 120 Kilo sind es ja nicht dann. Ja, gut. Naja, ja, okay. Ja, würde man ja mal sehen, so, aber besonders was erstaunt. Naja, ja. Gut, du würdest mal 120 Liter runterwerfen. Jo. Das war's jetzt. Das war's. Okay, super. Vielen Dank für den Anruf. Okay. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Robin. Mensch, 120 Milliliter aus dem Fenster werfen. Naja, gut. Okay, hallo? Ja. Ja, Robin. Ja. Hast du denn mal ein ordentliches Experiment gemacht? Ja, auf jeden Fall. Und was? Auf jeden Fall. Da seid ihr mal nicht so sicher. Und woher kommt diese Sicherheit, dass du sagen kannst, auf jeden Fall? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Siehst du? Was hast du denn für ein Experiment gemacht? Ja, naja, es war was ganz Normales. Wir wollten einfach mal, wir waren noch jung, wir wussten... Sag mal, wie alt bist du jetzt? Na, jetzt bin ich 15. Und wie alt warst du, als du jung warst? Ja, na, so 7. Naja, gut, ja. Ja, wir wollten einfach mal sehen, ob Benzin brennt. Ja, dann haben wir schön im Wald Benzin verteilt. Lass mich raten, Benzin brennt. Ja, das haben wir dann auch gemerkt. Und? Sehr schnell ausgebreitet. Und habt ihr sinnvollerweise im Wald gemacht? Ja, konnte ja keiner wissen. Was konnte keiner wissen? Na, dass Benzin brennt. Sag mal, mit 7 Jahren habt ihr keine Vorstellung davon gehabt, dass Benzin brennt? Nö, wir waren unaufgeklärt. Lass mich mal zusammenfassen, ihr wart dämlich, oder? Jo. Und, hast du den Eindruck, dass sich an dem Zustand schon irgendwas geändert hat in der Zwischenzeit, in den vergangenen 7 Jahren? 8 Jahren? Ja, auf jeden Fall. Was veranlasst dich, so sicher auf jeden Fall zu sagen? Wusste nicht, denke ich mir einfach mal.
Genau, also ist, also du merkst, du hast keinen Grund auf jeden Fall zu sagen. Du kannst sagen, ich nehme mal an, vermute ich, hoffe ich. Aber auf jeden Fall ist zweifelsohne übertrieben, oder? Na ja. Auf jeden Fall. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Danke. So. Ich würde mal sagen, jetzt fangen wir mal an. Ich schmeiß mal jetzt mal hier erstmal wieder kurz mal alle raus, weil, wie gesagt, jetzt ist nach 11 und ich würde sagen, ich schmeiß mal hier immer, solange ich noch rede, schmeiß ich nochmal alle raus. Ich gebe nochmal vorsichtshalber kurz die Telefonnummer durch und dann sage, wenn ich jetzt geht's los sage, dann könnt ihr hier anrufen. Ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. Unter dieser Telefonnummer. 97110. Unter dieser Telefonnummer werden jetzt fünfmal eine Freikarte für den Videoschnipselvortrag am Donnerstag um 22 Uhr. 21 Uhr jetzt, folgenden Donnerstag, Videoschnipselvortrag unter der Überschrift Ein Fest der Lebensfreude. Wer da eine Karte gewinnen will, der kann ab jetzt anrufen. Der Kollege Kötter-Heinrich nimmt eure Anrufe entgegen. Ja, ja, ab jetzt kann man anrufen. Die ersten fünf Anrufer gewinnen eine Karte. Warte, ich rufe die Weißtelefon- für den Videoschnipselvortrag am Donnerstag um 21 Uhr in der Volksbühne. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. In der Zwischenzeit können wir uns ja mal eine Musik anhören, für die ich auch ein paar Karten verlosen wollte. Tom See, einer der große alte Mann der brasilianischen Popmusik. Heute immer noch aktiv, so ein Revolutionär des Bossa Nova und der brasilianischen Unterhaltungsmusik. Im Grunde relativ spät oder Großkarriere gemacht nach seiner Entdeckung durch David Byrne und Zusammenarbeit mit David Byrne ist am Freitag auch in der Volksbühne zu bewundern. Irgendwann ab 8, 9, 10, ich weiß nicht genau, irgendwann abends, das muss man selber nochmal rauskriegen und von dem gibt's dann so irgendwann nach 23:30 werden dann auch noch mal ein paar Karten verlost. Hier ist Tom See mit einem Song Jimmy Renda See. Tom See. O americano já não segura as calças. O americano já não segura as calças.
Suíça não lava a bunda de manhã. Suíça não lava a bunda de manhã. Oh, cabrobó. Oh, cabrobó. Eles vão tomar no fiofó. Eles vão tomar no fiofó. Tja, der Kollege Kötter Heinrich telefoniert ja immer noch, oder? Bist du, wie weit sind wir denn, Gerald? Wir sind bald fertig. Naja, dann würde ich sagen, weil jetzt kann ich ja irgendwie auch schlecht telefonieren. Dann, nee, dann mach mal, naja, dann hören wir mal nochmal, dann hören wir nochmal kurz hier ein bisschen bei Tom See rein. Pisana Fulo am Freitag. Ich sag gleich wann, in der Volksbühne. Der am Freitag um 21.30 Uhr in der Volksbühne zu besichtigen sein wird. Die Karten für den Videoschnipselvertrag sind übrigens weg. Fritz. Am Morgen, am Abend. Deswegen anzurufen hat jetzt wenig Sinn. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ansonsten würde ich mich über Anrufe natürlich freuen, wenn sie denn von interessanten Experimenten handeln. Ich will ja die Anrufe nicht im Einzelnen immer zensieren, aber Wasser runterschmeißen und kicken, ob Benzin brennt, ist, finde ich, ein Experiment, das so ohne weiteres des Erzählens nicht unbedingt wert ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Im Gegensatz zu dem Experiment, das ich hier veranstalte, 1000 Euro liegen auf dem Tisch. Die sind zu gewinnen, indem man einfach eine E-Mail an kuttner@kuttner.de schreibt, vielleicht in die Betreffzeile reinschreibt, Gewinnspiel.
und mehr im Grunde nicht. Unter den Teilnehmern wird verlost, freilich abhängig die Größe des Gewinns ist dann natürlich abhängig von der Zahl der Teilnehmer. Im Grunde ist es das Lotto-Prinzip. Je mehr teilnehmen, umso mehr ist im Lotto zu gewinnen. Freilich zahlt man da ja für den einzelnen Lottoschein. Wenn jetzt nur einer 6 aus 49 spielt und dafür 5 Euro bezahlt, dann kann er auch nicht mehr als 5 Euro gewinnen. Hier ist es umgekehrt. Je mehr teilnehmen, umso geringer wird der gewinnen, aber nicht teilnehmen heißt ja eben auch nur, dass man dann ja nicht gewinnen kann. Wenn man halt Glück hat, der Einzelteilnehmer zu sein an diesem Spiel, dann hätte man 1000 Euro gewonnen, ansonsten wären die 1000 Euro durch die Zahl der Teilnehmer geteilt und einer der Teilnehmer gewinnt dann den entsprechenden daraus resultierenden Anteil. Man kann übrigens auch Briefe schreiben an RBB Fritz Kuttner Postfach 909000 in, sagen wir mal, 14439 Potsdam. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Wilhelm der Zweite. Na, dann machen wir mal weiter. Hallo? Hi. Hi, wer bist denn du? Daniel. Daniel? Ja. Und du hast jetzt von einem ordentlichen Experiment zu erzählen? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Na, fang mal an. Also, Eher ein physikalisches oder eher ein soziologisches Experiment? Oder ein chemisches oder ein psychologisches? Naja, ein normales. Nee, normal, normal. Was ist normal? Ich frage dich, aus welchem Bereich das jetzt hier gewissermaßen also kommt. Physikalisch, ja. Eher physikalisch, okay. Ja, also ich habe jetzt mal meine Vorhaut über... Ja, hallo? Das wäre übrigens ein medizinisches Experiment gewesen, du Depp. Hallo, wer bist denn du? Kiri in den Sack. Ja, genau. Hallo? Hallo, hier ist Thomas. Hallo, Thomas. Hi. Ich habe mal eine Frage noch vorher. Ja? Zu diesem... Hier, Videoschnipselvortrag. Ja. Kann man da noch Karten kaufen? Ja, 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 die kann man, das kann man ohne weiteres. Ja, weil ich jetzt eine gewonnen habe und wollte noch einen mitnehmen. Ah, genau, macht das. Dann teilt ihr euch das und schon ist der Eintritt nur noch halb so groß. Okay. Ist doch super, oder? Ja. Und wenn einer von euch ein Studentenhaus wäre, dann wird es halb so groß ermäßigt. Dann ist ja nochmal besser. Oder arbeitslos ist oder irgendwie zu den sozial Benachteiligten gehört. Schüler. Ja, genau, Schüler. Klassischer Fall von sozialer Benachteiligung. Den hört ja mein Herz, den sozial Benachteiligten. Danke. So, das war jetzt deine Frage. Hast du denn irgendwie Experimentalerfahrungen, von denen du ja gerne berichten wolltest? Na, nur so eine Art psychologischen Test, wo man, da hat mir jemand Rechenaufgaben gestellt. Ja. Die habe ich dann alle gelöst, also ja? War richtig schwere. Und dann hat er mich am Ende gefragt, ich sollte dann ein Werkzeug und eine Farbe nennen. Und dann sagt man immer Hammer und Rot. Richtig. Genau. Ja, habe ich auch getan. Ich kannte das vorher noch nicht. Ach so. Und er meinte dann eben, ja, das stimmt. Und du denkst richtig und 2% irgendwie sagen da das oder irgendwie andersrum. Ich weiß nicht mehr, wie die Auflösung. Wahrscheinlich 98% sagen dann Hammer und Rot. Genau, und 2% nicht. Ja. Ach, und wer hat dieses Experiment mit dir gemacht? Ein Freund. Aus dem Internet wahrscheinlich. Ja, ja, und der war dann aber schon ziemlich stolz darauf, dass er Erfolg hatte gewissermaßen. Ja, ja, er ist davon ausgegangen, dass das normal so ist, dass ich dann Hammer und Rot sage. Und also, du hast mir gewissermaßen auch den Gefallen getan. Ja. Okay, wunderbar, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hi, guten Eike Wolle. Mensch, Wolle, Tag, Wolle. Ach Gott. Ja, was denn? Ich freue mich, also ich mache jetzt mit dir auch ein Experiment. Ich bin übrigens seit 10 Jahren, heute ist es genau 10 Jahre, dass ich deine Sendung höre. Nein, ehrlich? Es ist wirklich kein Quatsch. Also jetzt, ich sag mal, am 8. Mai war das 1994 das erste Mal, wo ich dich gehört habe. War das ein Dienstag? Das war natürlich du. Ach so, 8. Mai. Ach, ja, ja, genau. Jetzt wollte ich dich mal was anderes fragen. Jetzt überlege ich dir, ob das geht. Ich habe doch so eine laute Techno, sag ich schon, eine Klospülung. Wie das sich über Radio anhört. Kann ich da mal die Klospülung drücken? Ja, mach mal. Moment. Du, 8. Mai 94 war ein Sonntag. Bitte? 8. Mai 94 war ein Sonntag. Aber dann habe ich das vielleicht verwechselt. Aber 3. Mai war ein... Heute haben wir auch 3. Mai, wa? Oder nee, heute ist ja... Warte mal, lass mich über 4. ist heute. 4. Mai. 4. Mai, also lass mich am 3. Mai das heute haben. Dann habe ich was verwechselt mit der Zahl. Nicht schlecht. Du, pass mal auf, ich drücke jetzt mal meine Klospülung. Mal sehen, wie sich das anhört über Radio. Ja, 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 ja. Super, ich bleib dran. Auf und bum, bum, bum. Oh,
alle denn wann in eine Klospülung? Da hast du eine CD eingelegt. Wolle, ja, du Trickser, ja, du Trickser, du hast eine CD eingelegt. Nein, es war Originalton. Originalton? Deine Klospülung? Ja, das ist eine Technospülung, was ich habe. Sag mal, da ist ja bei dir aber wirklich die Hölle los auf Klo, oder? Ja, das ist ja das Schlimme, die Hausverwaltung wechselt noch nicht mal das aus und ich kriege wegen Ruhestörung und Lärms und Ärger. Nur wenn man auf Toilette geht. Ja. Nee, aber ich habe wirklich eine heiße Toilettenspülung, wa? Ah, die macht ja einen Irrenlärm. Wie haben die denn das gemacht, dass sie so laut ist? Na, die ist von 1957 noch. Oh, nicht schlecht. Soll ich nochmal drücken? Ja. Warte mal, ich geh ist schon wieder auf. Nachgeladen da? Na, natürlich, das ist so eine richtige Druckwelle hier. Pass mal auf. Das, man könnte sagen, das ist eine Heavy-Metal-Klospülung, das oder? Das wollte ich auch schon gerade sagen, Black Sabbath. Ja, ich, ne? Genau. Und was liegt hier im CD-Schacht Black Sabbath? Das Original, was du von ihr spielt, also das immer 73 Minuten immer der gleiche Song? Nee, das Original nicht, sondern der Song, der dann auch selber noch Black Sabbath heißt. Ach, kick ihn an. Nicht schlecht, oder? Ja, mal gut, na, möchte dich ja am Donnerstag besuchen gehen, ja? Na, dann komm doch mal, vorbei. Genau, ich ruf dich nochmal privat an. Würde ich mich ja total freuen. Ich habe ja auch noch 2 Schallplatten für dich, bitte, ne? Super. Also, bis dann, ja? Bis dann, Wolle, tschüss. Ciao. So, wen haben wir denn hier? Ja, heute ist Oliver hier. Ja, sag mal, du klingst ja wie direkt aus der Klospülung. Ja, bin ja auch. Ich sitze da gerade in meinem Transporter. Aber das kann sein, dass er dir am Sonntag gehört hat vor 10 Jahren, weil früher hast du da am Sonntag auch eine Sendung gehabt, eine Stunde. Stimmt. Und das könntest du ruhig wieder machen, weil das, was da jetzt kommt, das ist ja nicht so doll. Ja, das wird ja durch Sonntag nicht besser, würde ich mal sagen. Was wird nicht? Durch Sonntag wird es ja nicht besser. Nee, aber Sonntag wäre auch noch gut. Ja, naja, aber wisst ihr, so viele arbeiten ist ja auch nicht schön, oder? Ja, das ist richtig. Aber machst du ja wahrscheinlich auch nicht freiwillig. Nee, freiwillig nicht. Siehst du, genau. Aber jetzt bin ich auch gerade auf Arbeit. Was machst du? Wann fährst du da gerade wieder runter? Du fährst so einen Laster oder was? Nee, ein Sprinter. Nachtexpress. Und ist aber praktisch, dass ich die Arbeit habe, da kann ich immer deine Sendung haben. Was ist denn ein Sprinter? Ich kenne das immer nur von der Bahn. Der was? Ich kenne das nur von der Bahn. Was? Nach den Sprinter. Nee, ein Mercedes Sprinter, das ist ein Transporter. Ach so. Ja. Und was fährst du damit spazieren? Na, damit fahre ich jetzt zum Depot, lade Pakete und hol ich wieder ab. Was und machst du? Ich lade da Pakete hin. Ja. Dann fahre ich da irgendwann morgen früh um 4 Uhr wieder los. Ah ja. Praktisch ist, ich muss um 1 da sein in der Halle und da ist in der Sendung auch gleich zu Ende. Super. Ja, haben wir Glück gehabt. Genau. Sag mal, aber ich wollte ja heute ja noch mal über Experimente reden. Bist du denn Experiment erfahren? Nee. Experimente konnte ich früher in der Schule schon allein. Naja, aber dann in der Schule gibt es ja auch so andere Experimente, dass man einfach überlegt, was passiert, wenn man dit und dit macht. Ja, super. Also ja, da wäre ja wirklich interessant, dass es eine Sache ist, die man nicht vorher weiß. Und dann jetzt möglicherweise in der Erzählung hier in der Sendung aufklärerisch wirkt. Naja, du jedenfalls nicht, okay. Nee, ich wollte bloß noch mit der Sendung, weil dass du selbst vergessen hast, wann stimmt, du... Stimmt, ja, Sonntag habe ich ja da auch eine Sendung gemacht. Um Gottes Willen, richtig. Ja, ja, aber früher bei Rockradio B habe ich das erste Mal gehört, als ich krank war. Mein lieber Scholli, das ist aber schon lange her, wa? Das ist 12 Jahre her. Und das Gute daran war auch, weil dann sind wir eine Woche später oder so abends im Bett gegangen mit meinem Bruder, kurz Radio angemacht und dann ist da gerade gut Metal gelaufen und dann haben wir gedacht, man, der Sender fetzt ja, da kommt dann wenigstens noch eine Metal-Sendung. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Also Schuld. Gut. Dass wir dann entdeckt haben. Alles klar. Okay. Jo. Tschüss. So, was machen wir? Der halbautomatische Anrufbeantworter David ist heute nicht da, hat aber freilich einen Band mit einem halbautomatischen Anrufbeantworterband aus Anrufen, die ihr in der letzten Woche getätigt habt, dann freundlicherweise doch zusammengestellt. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an. Und ihr habt in der Zwischenzeit ein bisschen Gelegenheit, euch... Wenn ihr Experimenterfahrungen habt, die nochmal im Kopf zu sortieren, in eine sprachlich ansprechende Form zu bringen und dann hier anzurufen, warte, davon zu erzählen. Ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Wenn ihr aber eher keine Experimenterfahrung habt,
dann solltet ihr hier nicht anrufen. So einfach ist es. Es geht um Wolle. Silvia hat der Wolle zu Ostern eine Karte geschrieben und irgendwie nicht geantwortet. Und sie macht sich dolle Sorgen um Wolle, ob alles in Ordnung ist. Also Wolle, meld dich mal bei Silvia, dann geht's wieder. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, hier spricht die Telekom. Kuttner, ich bin's, Wolle. Es ist ja unglaublich, es gibt ja wirklich einen Telekom-Kommunismus. Und du glaubst es gar nicht, du hast mal eine Sendung gehabt, weil die Telekom hat auch so eine Riesenmacht, weißt du. Und wegen 1,42 € werde ich hier verhaftet fast, ja. Ich rufe dich immer noch aus der Telefonzelle an. Ich wollte dir gerade mal die tolle Telefonnummer durchgeben. 0815 7 8000 50 24 43 und 60 Cent 45 und 30 Cent, ja, Zahlenfetischismus. Ich bin ja ein Zahlenfetischist, oder wie heißt es, Zahlenfetischist bin ich. Ich liebe Zahlen. Ohne Zahlen gibt es gar kein Alphabet. Also bis später. Ich hoffe, dass mein Telefon jetzt wieder angestellt wird. Ich muss jetzt auflegen, oder? Warte mal, was macht das jetzt? Piep? Ich bin immer noch in der Telefonzelle. Hallo, ich bin's. Tschüss. Zuchttier. Die Schlange tanzt zum Flötenspiel. Warum jedoch in aller Welt gehorcht sie diesem Instrument? Sie hört doch, wie man hört, nicht viel. Ganz einfach, weil sie es verkennt und schließt für einen Knüppel hält. Kristall, die Schneeflocke. Dienstag. Sie kommen. Jetzt muss ich hier platsch, platsch, platsch der Wassertropfen werden. Platsch, platsch der Wassertropfen. Glücksspiel. Liegt irgendwo beim Losverkauf. Der Nichtgewinn ganz oben auf. Dann wird durch diesen Platz die Miete zur Prominenz, nicht zur Elite. Manche Menschen meinen, rings und lechts kann man nicht verwechseln. Werch ein Irrtum. Fragetechnologie. Er fragt uns immer zu, warum? Wenn's hochkommt, fragt er, warum nicht? Nie fragt ihr, ob, ihr seid nicht dumm. Und holt nur, was euch passt, ans Licht. Ja, ich wollte nur mal fragen, was für ein Geräusch Kängurus machen. Wenn Wahlen wirklich etwas verändern könnten, dann wären sie verboten. Welcher Staat ist denn wirklich demokratisch? Ein Rabe ging im Feld spazieren. Da knickt der Weizen um. Weiß zwar auch nicht, was das soll, aber... Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Gestern und heute. Bis gestern war ich nichts als froh. Ein ahnungsloser Embryo. Was aber bin ich heute? Jetzt! Ein Kind in diese Welt gesetzt.
Black Sabbath war nicht. Wenn Fritz in Eisenhüttenstadt, dann 100,1. Fritz Info. 23.33 Uhr, das Wetter. Nachts kann es regnen, nur im Osten Brandenburgs bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen um 10 Grad. Morgen gibt es wieder einen Mix aus Sonnewolken und Regen bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. US-Verteidigungsminister Rumsfeld hat eine lückenlose Aufklärung der Foltervorwürfe im Irak angekündigt. Die Taten seien völlig unakzeptabel, sagte er in Washington. Das US-Verteidigungsministerium zog aus den Foltervorwürfen inzwischen weitere Konsequenzen. So sollen die Haftbedingungen für irakische Gefangene verbessert werden. Das Nahostquartett hat den israelischen Plan für einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen begrüßt. Er begünstige die Suche nach dem Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, hieß es in einer Erklärung. Im UN-Hauptquartier in New York hatten sich Vertreter der USA, Russlands, der EU und der UNO getroffen. Der erste deutsche Freilandversuch mit genverändertem Weizen steht vor dem Aus. Unbekannte haben gestern Nacht das Feld in Sachsen-Anhalt verwüstet, teilte das Agrarministerium mit. Der Genweizen war erst vor 4 Wochen ausgesät worden. Ein Hinweis auf den oder die Täter gibt es noch nicht. Zum Sport. Der FC Porto hat als erstes Team das Endspiel der Fußball Champions League erreicht. Porto gewann das Halbfinalrückspiel bei Deportivo La Coruña mit 1:0. Und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Tschechien das Viertelfinale verpasst. Das Team scheiterte in der Zwischenrunde mit 0:1 an der Schweiz. Der Verkehr auf Fritz, eine Meldung. Stadtautobahn Berlin, A100 Neukölln Richtung Wilmersdorf. Zwischen Tempelhofer Damm und Albuinstraße gibt es eine Baustelle. 2 Fahrstreifen sind dort gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Hallo, ich bin Toni Kater bei Radio Fritz. Um mal mein Gefühl zu beschreiben. Uns. Ja, wo bist du eigentlich, wenn Toni Kater live spielt? Na, hoffentlich dabei. Fritz, die Konzerte. Toni Kater. Kommenden Dienstag ab 21 Uhr live im Waschhaus Potsdam. Viel Spaß. Und im Radio Fritz. Richtig. Dreiste Musik. Fritz. Na, da wird man sich nächsten Dienstag wohl entscheiden müssen zwischen Toni Kater und Icke. Naja, kein Grund mit Leben. Wenn jetzt junge Menschen, junge, gut aussehende Frauen singen hören wollen im Dings da, wie heißt das? Waschhaus. Naja. Oder vielleicht sollte ich keine Sendung machen, oder? Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem.
Bala, Nina, meu bem, queria passar na lembrança. Chamado Pop. Tom See war das nochmal. Der spielt am Freitag um 21.30 Uhr in der Volksbühne und ich würde ganz gerne ein paar Karten von dem verlosen. Schmeiß ich vorher erstmal, wie gesagt, alle raus und auf jetzt geht's dann los. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wie gesagt, erstmal werden ja die Leitungen wieder frei gemacht, alle werden rausgeschmissen. Am Freitag spielt er in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz um 21.30 Uhr. Und wer Lust hätte, eine Karte zu gewinnen, müsste sich dann erstmal vormerken und dann anrufen an diese Telefonnummer hier. Wenn wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 4 mal 70 97 110. Viermal eine Karte gibt's, wenn man erstmal, Mensch, Kinder, erstmal ruhig hier, bitte, erstmal Ruhe, wenn man jetzt anruft, ab jetzt, viermal eine Freikarte für Tom See am Freitag 21.30 Uhr in der Volksbühne.
Saalschulz heißt die, wie mir erscheinen will, durchaus nicht uninteressante Band. Der Song hieß eben, kann man sich denken, Dietrichsen. So, die Karten sind weg. Wer jetzt wegen der Karten angerufen hat, kann wieder auflegen. Wir machen hier weiter in unserer Experimentalsendung. Ich bin der Verzweiflung nicht mehr fern, will aber nochmal erklären, worin mein Experiment steht und würde um Anrufer bitten, die ähnlich interessante Experimente aufzuweisen haben. Mein Experiment besteht darin, ich lobe hier 1000 Euro aus. Die kann man einfach so gewinnen, indem man einfach sagt, ich will gewinnen und eine E-Mail an kuttner@kuttner.de vielleicht in der Betreffzeile Gewinnspiel schreibt. Mir also eine E-Mail schickt, kuttner@kuttner.de, ich mach mit. Und dann werden diese 1000 Euro durch die Zahl der Teilnehmer geteilt und die daraus resultierende Summe gewinnt dann einer der Teilnehmer, der in 14 Tagen durch den Kollegen Langenfeld hier ausgelost wird aus dem Pool der daran teilgenommen Habenden. Das hat zur Konsequenz, ich weiß nicht, wie viel Geld ich loswerde. Wenn sich an diesem Spiel nur einer beteiligt, hat der das Anrecht, und da muss ich nicht mal mehr loswerden, auf die 1000 Euro und die kriegt er dann auch. Wenn sich zwei daran beteiligen, habe ich Glück gehabt, muss ich nur 500 Euro bezahlen an einen der beiden. Wenn sich 10 beteiligen, gewinnt einer 100 Euro. Das funktioniert, also wie gesagt, so, man muss keine Aufgabe lösen, man muss nichts weitermachen, man muss nur eine E-Mail schicken an kuttner@kuttner.de oder an den Brief oder eine Postkarte hierher, RBB Sprechfunk oder RBB Fritz Kuttner, Postfach 909000 in 14439 Potsdam, RBB Fritz Kuttner, Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Und da wird dann zwischen Postkarten und E-Mails wird dann irgendwie ausgelost. So. Dieses Experiment meinerseits ist für mich der Anlass, hier in dieser Sendung mit euch zu versuchen, über Experimente zu reden, die ihr selber schon mal unternommen habt oder die ihr zu unternehmen interessant fändet oder euch möglicherweise auf die Idee oder auf die Ausdenkung zu bringen, wie könnte denn ein anderes interessantes Radioexperiment aussehen. Immerhin hat man ja da schon die Verfügung über ein paar hundert oder tausend Anrufer oder Zuhörer. Also wer da einen interessanten Vorschlag hätte oder aber eben von eigenen Lässchen-Experimenten erzählen will, soll die Telefonnummer hier wählen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Frank. Hallo, Frank. Ja. Ja, ich mach mal weiter. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Moin. Niklas. Niklas. Jo. So, und du hast schon mal ein Experiment unternommen, oder? Ja, würde ich noch machen. Na, und welche Art? Oder willst du jetzt hier eins veranstalten? Nee. Nee, das passt nicht. Aber im Radio ist schon eher. Na, sag mal. Gut, da wollte ich bei den Radioleuten am Nachmittag, Abend, alte Fritzen da anrufen und sagen, wenn sie es eine Woche lang schaffen, nicht Berlin zu sagen. Naja, ist ja kein Experiment. Du, oder? Das schaffen sie aber nicht. Wieso schaffen sie? Naja, schaffen sie nicht, weil in den Nachrichten auftaucht oder wenn man irgendwie Termine oder sowas ansagen muss oder Veranstaltungen, dann muss man ja Berlin sagen. Die Hauptstadt, oder? Was werden dann. Ach, direkt ein Experiment ist das auch nicht, oder? Wäre das ein Experiment? Na, denk schon, jo. Wieso? Weil du nicht, naja, weil du denkst, die schaffen das nicht. Jo. Das ist doch eher eine Aufgabe für die oder so, aber es ist doch kein Experiment. Experiment ist doch eher, was passiert, wenn man Gold und Eierpampe mit Eigelb verrührt. Entsteht da was Besonderes draus und sind auf 78 Grad Celsius erhitzt. Eine warme Eierpampe. Ja, passiert irgendwie nichts weiter wahrscheinlich. Aber sowas wäre doch ein Experiment. Oder eben jetzt die Frage, wie viel beteiligen sich hier an diesem eigentümlichen Spiel, was ich ausgelobt habe. Ja, na gut. Das ist das Experiment von dir. Genau. Okay, vielen Dank erstmal für den Anruf. Hallo.
Hallo? Hi. Ja, wer bist denn du? Ja, sag mal, hier ist halt eben noch gerade mal einer der ersten Anrufer heute und der Frischlinge. Also der Bengel da mit der Lesbennummer, der da schon mal das Experiment hatte. Und was ich also vorhin ganz toll fand, also ich muss also erstmal sagen, deine Sendung finde ich also wirklich super, die ist sehr interaktiv, ist die. Genau, und deswegen wollte ich halt eben auch mal jetzt einen Vorschlag machen, weil ich das gesehen habe. Ich habe da vorhin erzählt zum Beispiel, ich meine da, also hinterher ging es ja weiter, dann irgendein Flugzeug im Bad und dann die Klospülung, die hat mich sehr inspiriert. Ja. Und dann habe ich dann anderen Zuhörer neu gehört, das war dieser Wolle gewesen, oder? Ja, das war der mit der Klospülung. Ja, genau, der war das gewesen. War. Ja. Und von denen hat er eine Freundin angerufen. Und da ist da irgendwo irgendein Telefonkommunismus gelaufen. Und jetzt würde ich das also wirklich ganz super finden, wirklich mal wirklich für die, auch die ganzen Hörer, also wirklich überall interaktiv da was zu machen, zum Beispiel, wenn halt eben diese Mädchen da was da angerufen hat. Also, wenn die den Wolle zum Beispiel auf seinem Anruf zum Beispiel normal, also auf seiner Privatnummer anrufen würde oder so oder was. Und wenn ihr das vielleicht noch halt eben die Rücksendung zum Beispiel, ob sie angerufen hat oder nicht angerufen hat, halt eben dann noch senden könntet. Naja, gut, das müsste Wolle dann sagen, ob sie angerufen hat. Wenn sie angerufen hat, soll er hier anrufen. Aber das macht er dann wahrscheinlich auch. Ja, gut, dann können wir jetzt... Ob ich den Wolle rankriege oder was, also keine Ahnung. Du wahrscheinlich nicht, aber wenn, dann ruft er hier an. Soll er ja auch, oder? Naja, denke ich mal. Ja, naja, also, okay, haben wir gehört. Ich meine, wir wollen uns jetzt gar nicht irgendwo unterhalten über... genau. Wisst ihr? Achtung, Sekunde der pädagogischen Bewährung. Genau, würde dann eintreten. Okay. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Und das hat das ganze Ding mal richtig interaktiv hier machen und was, weil ich habe ja mitgekriegt, zum Beispiel, also irgendwelche Flachwichser, die haben sich ja auch schon gemeldet und was, ist ein bisschen traurig da. Ja, aber so sind sie eben. Wisst ihr, wenn du 15 bist, ist manchmal heavy, oder? Ach, naja, Mensch. Nee, ich meine, muss nicht so sein, aber... Ich weiß nicht, also mit 15 war ich wesentlich aktiver. Frage jetzt nicht weiter nach. Na, frag mal lieber nicht. Ich meine, genau. Also, das muss ja auch nicht über den Sender gehen. Oder was, aber würde mich wirklich sehr freuen, ich meine, würde da wollen wir mal hoffen. Ihm und ihr zum Beispiel ein großes Geschenk machen. Das wollen wir nochmal anrufen. Genau. Okay, vielen Dank für den Anruf. Alles klar. Tschüss. Ciao. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Daniel. Hallo Daniel. Na, ich würde mal gerne ein Experiment machen. Und, welcher Art? Naja, mit einer Hörerin oder mit einem Hörer. Und wie soll das aussehen? Naja, also halt mal diskutieren, wie so ein Experiment halt so aufgebaut wird und welche Ansicht... Na, aber was denn für ein Experiment? Naja, das... Na, wir wollen ja nicht über den Begriff des Experiments reden, sondern über einen... Hast du denn ein schönes Experiment? Naja, nee. Ich hätte eine Frage. Warte für eine Frage. Ja, aber eine Frage ist kein Experiment. Ansonsten wird er den ganzen Tag gefragt. Nee, na gut, okay, also wir haben einen... Ich kann nur sagen, frag nicht nach Sonnenschein, fällt mir da gleich ein. Ja, siehst du, genau. Ja, genau. Naja, also kannst du mir den reinstellen? Nee. Und mach doch mal. Nee, warum? Wenn du mir irgendwie ein tolles Experiment jetzt erzählst, dann gerne. Kugelringversuch zum Beispiel ist ein Experiment. Wie bitte? Ein Kugelringversuch ist ein Experiment. Ja, und das willst du jetzt mit dem Hörer machen, oder was? Ausdiskutieren. Was willst du denn ausdiskutieren? Naja, habe ich doch schon gesagt. Nee, was denn? Sag mal. Na, was halt passiert. Also wenn... Wenn was? Naja, das ist ja doof, wenn ich das jetzt schon verrate, oder nicht? Hallo? Ja? Das ist doch doof, denn. Warum? Na, dann mach es doch mit mir. Oh, nee. Na. So, dann machen wir weiter hier. Hallo, wer bist denn du? Rapsteher. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Ja, hallo, Kuttner. Ja, hallo. Thomas aus Fürstenwalde. Ich glaube, ich habe mal ein Experiment, was vielleicht noch keiner so richtig hatte. Na los. Und zwar habe ich mich vor etlichen Jahren, also 85 war das, 1985, also schon 7 Monate her, ja, habe ich mich für eine Auslandsarbeit vom Prinzip her interessiert und habe mich da beworben. Aus dem Hintergrund, es gab Anfang 85 so Ministerratsbeschluss, dass ungediente Reservisten, wie der damals hieß, also Leute, die noch nicht bei der Armee waren, im Ausland arbeiten durften. Aha. Und da habe ich mich eben beworben für die ganze Geschichte. Das waren damals auch 16 DIN A4 Seiten mit Oma, Opa und Haumichtod, die alle mal irgendwo im Westen waren. Ja. Und dann habe ich vom Prinzip her 2 Jahre in der Sowjetunion gearbeitet. Ja. Letztendlich ist es mehr geworden, aber das ist auch relativ
unwesentlich. Jedenfalls habe ich mich auf unten die Schicht eingelassen, wo ich noch gar nicht richtig wusste, wo ich da hinkomme. Letzten Endes war ich... Was jetzt den Job betrifft? Genau. Was warst du denn von Beruf? Ja, ich war Schlosser gewesen. Ah ja. Ja, wobei, da kann man ja schon die Hoffnung haben, dass es ungefähr schlossermäßiger Job wird, oder? Ja, schon, aber das Problem ist ja, du kommst ja in ein total fremdes Land, du weißt ja, ja, was da abgeht. Konntest du denn Russisch? Na, schon einmal früh Russisch, wie man so ja damals hatte, aber Russisch braucht man ja nicht, weil wir durften ja nach unserer Belehrung gar keinen Kontakt zur russischen Privatbevölkerung und so aufbauen. Ach so. Oder alle von offizieller Seite unterbunden, beziehungsweise ja, mit nur Anlässe, die da vorgesehen waren, um irgendwelche Kontakte da zu knüpfen. Ja. Und das waren ja eigentlich von Berlin aus, sagen wir mal, 4000 Kilometer Richtung Osten. Also das war gerade der letzte Zipfel von Europa am Fuße des Urals. Ja. Und da waren wir im Permsgeier Oblast. Also Oblast Perm heißt Bezirk Perm. Ja. Der ist damals so groß gewesen, wie heute oder die ehemalige DDR war. Ja. Und da war vom Prinzip her die Hinfahrt schon ein totales Abenteuer gewesen, wo ich gar nicht richtig wusste, was hier nun passiert. Weil wir sind vom Prinzip her von Berlin bis nach Moskau geflogen. Und dann geht 26 Stunden mit dem Zug weiter. Er mal denn so in etwa in der Nähe der Baustelle war. Aber das Problem war, die hatten nicht genug Zugfahrkarten für alle, die dorthin fahren sollten. Das heißt, ich bin zu einem anderen Standort gefahren und bin dann da 10 Tage lang mit irgendwelchen Postautos, also irgendwelche LKWs, die dann die Post transportiert haben zu den einzelnen Baustellen. Ach, aber nicht schlecht, oder? Naja, das war erstmal ein Abenteuer. Vor allen Dingen, wo ich dann angekommen bin, da, wo ich eigentlich hin sollte, haben viele gesagt, was, da warst du schon überall? Das haben wir noch nie gesehen, weil die ja meistens von Moskau direkt zu ihrem Standort, wo man halt dort gearbeitet hat, gefahren sind. Also ja, die sind ja nun nicht von die ganzen Standorte da abgefahren. Und die Härte war für mich ja damals gewesen, wir wussten ja, wie gesagt, ja nicht, was uns da erwartet. Dass man eben am Tag normalerweise 12 Stunden gearbeitet hat. Also immer von 6 bis 6 hing da die Schicht. Ja. Und alle 14 Tage musstest du 18 Stunden hintereinander arbeiten. Wenn man sich das heutzutage vorstellt, ist ja fast ja nicht machbar, sag ich ja mal. Also wenn man ja mit 8 Stunden, sag ich mal, normalerweise ja dann irgendwie schon platt war. Und dazu kamen ja noch die klimatischen Bedingungen, die da eben waren. Das ist ja voll das Landklima, was die da haben. Das heißt im Sommer so 30, 35, 40 Grad im Schatten. Und im Winter hast du im Durchschnitt so zwischen 20, 25 Grad Minus gehabt. Das waren die normalen Temperaturen, die da aufgerufen wurden. Und wie war das Arbeiten? Also ich meine, jetzt so 12 Stunden durcharbeiten, war dann irgendwie ein bisschen mehr Etepetete oder war das schon richtig Arbeiten? Das war schon richtig heftig, alleine schon, weil sie ja, wie gesagt, du hast ja die ganzen 12 Stunden auch wirklich was gemacht. Also du hast ja da nicht nur auf der faulen Haut gelegen. Ja. Und das war ja schon eine Riesenumstellung. Ich meine, gut, damals waren wir ja bedeutend jünger. Aber sag ich mal, so lange da durchzuhalten, auch 12 Stunden, also da bist du ja bei der Nachtschicht, hast ja dann früh um 3 oder so, hast ja schon, sag ich mal, die Augen fast zugehabt. Da musstest du dich erstmal dran gewöhnen, dass man so lange den Körper auch strapazieren kann. Und dadurch, dass ja viele Sachen dort nicht vorhanden waren, die man hier als normal vorausgesetzt hat, ja, musstest du ja ständig improvisieren. Du warst ja immer wieder anderen Herausforderungen, sag ich mal, da hast du da vorgestanden und musstest erstmal überlegen, wie kriegst du das nur irgendwie hin. Und dann jetzt... So geht ja vom Prinzip her dadurch, dass die Technik musste laufen, egal wie, egal... Was das für ein Aufwand war, wichtig war, dass das alles funktioniert hat, damit eben da Beton gemacht werden konnte und so eine Verdichterstation gebaut wurde. Wie viele Leute waren so da? Naja, wo wir angefangen hatten, das war absolut der Hammer, da waren 2500 auf der Baustelle. Boah, und alle zu Ostler oder was? Naja, also war aus ganzen ehemaligen DDR, aus Rostock, von Thüringen, also alle querbeet, ja, wurden die überall von ihren Betrieben dahin geschickt und sollten dort eben so eine Verdichterstation bauen. Und die brauchten sie so alle 200-300 Kilometer, damit das Gas, was da durchgeleitet wird, ja, damit das eben genug Druck hat, damit es hoch ankommt. Ja. Ja. Und naja, das war schon teilweise ganz schön heftig. Wie lange hast du das gemacht? Na, ich habe ja nochmal im ehen Jahr verlängert, weil normalerweise wollte ich gerne NSW, also nicht sozialistische Wirtschaftssysteme damals. Also auf Deutsch gesagt nach Hamburg, weil wir in Hamburg eine Baustelle hatten von der Firma. Ja. Aber die Grundvoraussetzung war eben, dass man mindestens 2 Jahre an der Trasse war. Ja. Und dann habe ich, weil die anderen auch meistens dann noch verlängert haben, halt dann auf 3 Jahre verlängert. Weil damals gab es diesen kleinen Zusatz, wenn man 3 Jahre dort gearbeitet hat, hat man so eine in Anführungsstrichen bevorzugte Autoanmeldung bekommen. Ja. Und nach den 3 Jahren hatte ich dann aber auch mehr oder weniger die Nase voll, weil das war auch ganz schön heftig da, wie gesagt, gewesen. Und dann hast du dir Hamburg geschenkt und dann war ja Hamburg auch nicht mehr so schwierig zu erreichen irgendwann. Genau, das war ja der Prinzip, der hinkte ja dann nahtlos über. Es war schon irgendwie gut Geld verdienen da, oder? Naja, du musst dir das vorstellen, du hast deinen Stundenlohn gehabt wie hier. Ja.
Jetzt musst du natürlich rechnen, du hast ja mit 12 Stunden am Tag hast du ja fast das Doppelte gearbeitet in jedem Monat, was du hier gearbeitet hast. Und du hast für jeden Tag, den du dort gearbeitet hast, Trennungsgeld bekommen. Also hast du vom Prinzip ja für jeden Mal, jeden Tag, den du da warst und da gearbeitet hast, wie gesagt, die haben ja jeden Tag gearbeitet, hast du 25 Mark gekriegt. Ja. Und das Geld konntest du ja vom Prinzip her da so wie auch nicht aussehen, weil das wurde ja hier auf Konto alles. Ja, ja. Und als du dann so zum ersten Mal so richtig groß zurückgegangen bist und du zurückgekommen bist und du das Gefühl hattest, du hast viel Geld, hast du da so ein, jetzt hauen wir mal ordentlich 200 Mark auf den Kopf Veranstaltung gemacht, oder? Naja, ich sag mal so, du bist ja, wenn du dort als Normaler warst, also als, sag mal, als Dreierender, die jetzt bloß 3 Jahre gemacht haben, dann hast du vom Prinzip ja 4 Heimreisen im Jahr gekriegt. Das heißt, du konntest alle 3 Monate nach Hause fahren. Alle 12 bis 16 Wochen war die Regel. Und ich bin das erste Mal nach 16 Wochen nach Hause gekommen da. Das war dann sozusagen kurz vor Weihnachten gewesen, 85. Und da habe ich dann sicherlich auch die Freunde, die ich so hatte und so, die habe ich dann schon so ein bisschen da, sag ich mal, verwöhnt in gewisser Weise, ne? Ich habe das aber ohne ausufern lassen, weil ich gesagt habe, Jungs, ihr könnt alle selber raus. Ihr könnt alle selber euch die Kohle verdienen, wenn am Ende das ist so viele. Ich meine, sicherlich waren viele, sag ich mal, neidisch, weil sie auch nicht richtig wussten, was man verdient. Oder wenn man denn gesagt hat, naja, guck mal hier, ich habe hier 2000 Mark verdient oder so, dann muss man ja auch sehen, was man da für auf sich nimmt. Ne? Ja. Das ist ja eine kleine Schenke dir gewesen. Also dafür hast du schon richtig Knochen und bluten müssen, in Anführungsstrichen manchmal. Das ist ja eigentlich auch gewesen. Und schlimm war natürlich für uns auch, wir hatten im Jahr 87 da ein paar tödliche Unfälle. Da waren dann so eine Aktion wie Studentensommer. Das heißt, es gab Studenten, die konnten sich bewerben und konnten dort an diesem Jugendobjekt Erdgasstraße arbeiten. Ja. Auf 8 Wochen begrenzt. Und die haben vom Prinzip her so eine Schachtarbeiten damit, sag ich mal, getätigt. Und dummerweise, weil es so ein relativ heimtückischer Boden war, ist da so eine Riesenscholle von Erde auf die Leute raufgeknallt. Oh. Das heißt, die waren dann da unter begraben. Und das haben wir dann mehr oder weniger mitgekriegt, weil das in unmittelbarer Nähe von uns war, wenn wir da in der Nähe an der Raupe gearbeitet haben. Dann haben wir die dann versucht, da mit den bloßen Händen, soweit ich denke, davor zu grabbeln. Aber weil wir mit Technik haben wir uns nicht getraut, weil keiner wusste, wo die da nur waren. Ja. Ja, letzten Endes haben wir sie alle mehr oder weniger bloß noch tot bergen können. Eieiei. Naja, und das war auch wieder alles so eine Aktion, weil wir dann nachher feststellen mussten, dass einige davon auch schon Familienväter waren oder so war. Das war natürlich dann besonders heftig für die jungen Familien, die dann da zu Hause waren. Also, naja, vom Gros her war das eine Lebensbereicherung, sag ich mal. Man hat sich selber austesten können, man hat ja vom Prinzip ja auch teilweise physisch bis an die Grenzen gearbeitet. Wir haben auch manchmal da 20 oder noch mehr Stunden gearbeitet, also ist schon fast gar nicht mehr machbar. Aber es musste jetzt sein, weil teilweise Personal gefehlt hat und teilweise mussten irgendwelche Arbeiten fertig gemacht werden. Und die waren auf uns angewiesen. Also da war wirklich Ditte, dass einer sich auf den anderen auch verlassen musste. Da kam dann auch so eine Art Teamgeist, wo von einer hat von dem anderen halt gelernt. Das war für mich als total junger Bursch und das war erst mal Abenteuer. Man wusste ja nicht, wie gesagt, was man sich da so einlässt, wo man die ersten rausgefahren sind. Und viele sind auch rausgekommen und haben dann nach dem ersten Zyklus, also wo sie dann das erste Mal nach Hause fahren durften, sind die dann auch nie wiedergekommen. Weil die einfach gesagt haben, das ist so ein Wahnsinn, das steht nicht durch, das tue ich mir nicht an. Weil einige sind auch, sag mal, sicherlich körperlich und auch vielleicht psychisch oder so da kaputt gegangen, weil sie dann mal vielleicht eine Flasche Bier zu viel hatten. Na, und viele Ehen sind kaputt gegangen und eben alles ohne Geschichten, das hängt ja auch mit so einer Trennung und alles dann auch mit zusammen. Das stellt man ja auch alles ein bisschen auf die Probe dann. Aber du hast es irgendwie nicht bereut. Du warst noch alleine und relativ unbeschwert. Also es war, wenn dann, ein Experiment für dich, aber nicht für, sagen wir mal, für eine Beziehung oder so. Ja, du wirst aber ja so schon. Ich hatte damals meine Freundin, die wollte eigentlich, was ich auch nicht verstanden habe, damals, die wollte unbedingt 2 Jahre zur Armee. Damals gab es ja sowas auch, dass bei der NVA, sag ich mal, im Funkerwesen oder sowas auch Frauen genommen wurden. Ach echt? Aus, ja. Auch als Experiment oder eher? Na, die wollte sich auch vom Prinzip her mal austesten und die hat eben gesagt, naja gut, wenn du jetzt nicht da bist, dann probier ich mal in der Schiene was. Und dann haben wir, sag ich mal, letzten Endes gesagt, okay, dann sparen wir ordentlich Geld zusammen und dann kann man ja die Zukunft aufbauen, indem man dann auch mal heiratet und Wohnung und Auto und so eine Sachen haben. Ja, vom Prinzip ja auch bei jungen Familien und so immer das Geld eine Rolle spielt. Ne? Aber die Geschichte ist dann leider oder wieder auch zum Glück, sag ich mal, irgendwo dann kaputt gegangen, weil sie sich dann da auch mehr oder weniger umgeguckt hat nach andere Leute. Das habe ich dann über Dritte vom Prinzip ja durch Briefe und so gekriegt, weil ich hatte damals auch fast jeden 2. Tag dann nach Hause geschrieben. Das kam dann auch über unsere Leute, die dann nach Hause gefahren sind. Die haben mich dann irgendwo in Berlin am Flugplatz oder so eingesteckt und dann kam es ja auch an. Ja.
Und die absolute Härte war gewesen, bevor ich dann wieder sozusagen fertig war, nach den 3 Jahren, hat man dann auch noch so ein bisschen losen Kontakt, dann hat sie mich dann vom Prinzip her mal gefragt, ob ich ihr nicht mal eine größere Summe bräuchten könnte, so 40.000, 50.000 Mark. Das ist ja eine gigantische Hülle, damals in der DDR. Ja. Weil sie wollte sich mit ihrem Freund da die Wohnung einrichten. Da habe ich dann auch gesagt, sag mal, Mädel, du musst doch denken, das ist da draußen schon wieder Winter oder so. Also das. Und warum hast du schade und einerseits zum Glück gesagt, was sie betrifft? Ja, vom Prinzip her durch diesen Test. Ich sag mal, ich war ja, sicherlich war mal beide verliebt und alles, was dazugehört. Aber man hätte ja auch anders haben können. Guck mal, ich hätte sie ja damals heiraten können, wäre vielleicht nicht rausgefahren. Hätte dadurch nicht die Erfahrungen sammeln können, die ich da gesammelt habe. Und hätte nach 2, 3, 4 Jahren mit ihr zusammen festgestellt, dass das alles nicht funktioniert mit uns beiden. Und denkst du heute noch manchmal an sie? Naja, ich meine, man sieht sich sicherlich nochmal. Ich weiß, die ist da irgendwo glücklich mit ihnen liiert. Das ist ja ganz in Ordnung. Ich meine, sicherlich denkt man an irgendwelche Beziehungen zurück, die schon Jahre zurückliegen. Ja. Weil es ist ja doch immer ein Stück Leben, das man zusammen mit demjenigen verbracht hat. Und das sind ja hauptsächlich die schönen Sachen, an die man sich erinnert. Die anderen Sachen, die steckt man ja weg. Und genauso ist es bei so einem Auslandsaufenthalt. Na, ich meine, da denkst du an die Sachen, wo du dann mal, weiß ich was, am Lagerfeuer da romantisch da gesessen hast mit deinen Kumpels und über, weiß ich was, Gott und die Welt gesprochen hast. Und nicht über die Geschichten, wo du dir da irgendwelche Finger abgefroren hast oder ja, die Nase da oder und so eine Geschichten. Das war sicherlich in dem Sinne auch ein Experiment gewesen, dass man einfach mal probiert, irgendwo anders, wo man sich noch gar nicht irgendwie auskennt, Fuß zu fassen. Hast du da eigentlich Russisch gelernt? Hm? Hast du Russisch gelernt? Ich habe, was ja eigentlich nicht gewünscht war, durch einen dummen Zufall mit ihm, haben wir eine russische Familie kennengelernt. Und zwar war das auch noch mitten in der Hochzeit. Ja. Da muss man aber dazu sagen, bei den Russen, die dort unten sind, das sind ja keine Russen, das sind ja Ukrainer. Wenn du da eben als Russe bezeichnest, dann sind die da sehr böse. Ja, ja. Und die feiern ja 5 Tage die Hochzeit, weil ja manche von 1000 Kilometer und weiter wegkommen, die ja angefahren da. Und das war glücklicherweise so mit der vorletzte Tag. Das heißt, die waren zum Glück nicht mehr alle so fit gewesen. Ja. Weil die ja grundsätzlich zu der Zeit mit Selbstgebrannten da sich da experimentiert haben. Ja, ja. Aus allen Farben. Und da haben wir auch mal vorher Experiment, um das nochmal abzurunden, wurde immer das Zeug, was die im angeboten haben, auf dem Teelöffel angezündet. Und wenn es bläuliche Flamme hatte, dann war das ziemlich reiner Alkohol, dann konnte man den trinken, er war dann zwar sehr hochprozentig, aber wenn der gelblich oder so war, dann musste man vorsichtig sein, weil viele haben gesagt, ach, wirst du blind, also rühr sowas bloß nicht an. Ach, kick ihn an. Ja, und wie gesagt, mit denen sind wir ein bisschen näher gekommen, wir haben uns dann mit dem Jeep abholen lassen, haben die dann nur 300 Kilometer bis zu denen nach Hause noch fahren lassen, mitten in der Nacht. Die haben dann früh um 3:30, wo wir angekommen sind bei denen, aus dem Garten noch Obst geholt und haben da Kartoffeln und geschält und Kartoffeln gekocht und Gemüse gemacht. Dann haben wir mit denen noch weiter gefeiert und dann bin ich eigentlich in relativ regelmäßigen Abständen bei denen zu Hause gewesen, weil mich das auch interessiert hat, wie die so leben und was die so für eine Einstellung haben zu den ganzen Sachen. Und für die war es natürlich interessant, wie sieht es denn nun eigentlich im Westen aus, also im Westen vom Osten. Ja, ja. Weil die sollten ja kurz gehalten werden, die sollten ja nicht so viel Infos kriegen, wie das bei uns in der DDR so abläuft. Und deswegen wurde auch der Kontakt nicht unbedingt gerade gefördert. Hast du noch Kontakt zu denen? Nee. Nee, leider auch nicht mehr. Also das ist dann mehr oder weniger auch abgebrochen, weil die nachher weggezogen sind. Kurz bevor ich da aufgehört habe. Aus gesundheitlichen Gründen, der sollte in eine andere Ecke, weil der mit der Lunge was hatte, der Mann. Und da haben die denen geraten, der soll ein bisschen gemäßigtes Klima ziehen, damit es dem gesundheitlich auch besser geht. Ja, also das war ja Experiment ohne Ende gewesen, weil ja. Aber ich habe mit ein paar von den Leuten, mit denen ich dort gearbeitet habe, immer noch Kontakt. Also ja, das ist schon auch eine ganz tolle Geschichte da. Gut, dann danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, nur schon danken, Gutner. Wir müssen uns ja zusammen, sag ich mal, irgendwie versuchen, die Sendung zu gestalten. Sonst musst du ja immer so alleine so viel erzählen. Genau. Na? Ja, jetzt hast du erzählt. Weiter so, das wird schon mal. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, klar. Tschüssi. Tschüss. Hail to the mighty Caesars. What's that strange creature I see speeding on my highway? Ain't no Jaguar Thunderbird. That there's a Roadrunner bird. I'll go see if I can catch him. Go see if I can catch one of the tail feathers. 'Cause I'm a wily coyote. Yeah, I'm a wild.
Billy Childish war das. So. Was machen wir? Wir machen hier weiter mit dem Experiment. Ich habe jetzt selbst hier in dieser Sendung ein Experiment gestartet, das jetzt über die nächsten 14 Tage läuft. In 14 Tagen in dieser Sendung gelöst wird. Ich stelle 1000 Euro zur Verfügung. Die kann man einfach so gewinnen, wenn man eine E-Mail an kuttner@kuttner.de schickt oder einen Brief oder eine Postkarte an den RBB Fritz Kuttner. Postfach 909000 in 14439 Potsdam schickt, muss man nur irgendwie Windspiel raufschreiben, bei der E-Mail am besten in die Betreffzeile, seine Adresse hinterlassen und dann wird unter euch ausgelost. Die Krux dieses Spiels, dieser Verlosung, dieses Experimentes besteht darin, dass der Gewinn, die Höhe des Gewinns, 1000 Euro stehen insgesamt zur Verfügung, die Höhe des Gewinns davon abhängt, wie viel sich daran beteiligen. Je weniger sich beteiligen, umso höher ist der Gewinn. Aber andererseits, wenn man sich nicht beteiligt, kann man natürlich auch nicht gewinnen. Der Idealfall wäre, einer beteiligt sich, der gewinnt 1000 Euro, 10 beteiligen sich, gewinnt einer 100 Euro. Ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr euch daran beteiligen wollt. 1000 Euro stehen quasi so zur Verfügung. Meine Adresse ist kuttner@kuttner.de bzw. RBB Fritz Kuttner, Postfach 909000 14439 Potsdam. So, ansonsten reden wir hier dann auch über Experimente, wenn ihr euch schon mal einem Experiment unterzogen habt, wenn ihr mal mit, also überhaupt ein Experiment gemacht habt, egal ob chemisch oder physikalisch oder soziologisch oder psychologisch oder was weiß ich, dann könnt ihr gerne hier anrufen und davon erzählen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Die Voraussetzung wäre natürlich, dass es ein wirklich interessantes Experiment ist, dass erstmal eine Fragestellung da ist, von der man nicht genau weiß, wie es sich löst, dass man die Versuchsanordnung beschreiben kann und dann natürlich erzählen kann, was rausgekommen ist dabei. Hallo, wer bist denn du? Ja, guten Morgen, ich bin der Felix. Felix, du bist ja sicher, dass du ein interessantes Experiment zu erzählen hast. Ja. Wo also alle weit aufgerissenen Mundes mit großen Ohren jetzt vorm Radio sitzen und staunen. Aber richtig. Was für ein Experiment, also aus welchem Bereich war denn? Den psychologischen, den soziologischen, philosophischen, den chemischen, den physikalischen, den mathematischen, den spieltheoretischen? Was für ein Experiment hast du gemacht? Also erstmal saß ich hier jetzt eine Stunde am Telefon und hab erstmal probiert, da irgendwie in deine Leitung reinzukommen. Das ist kein Experiment, das ist Schicksal. Das ist huge Schicksal. Dann wollte ich eigentlich erstmal so um 0.15 Uhr ins Telefon blären, so Guten Morgen! Und anhören, ob sich das auf dem Tape gut anhört. Ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und vielleicht einfach Kannst mir glauben, hört sich nicht gut an. Wie bitte? Hört sich nicht gut an. Nee? Nee. Scheiße. Ja, hast du jetzt ein Experiment gemacht oder ein Experiment, von dem du erzählen willst? Oder willst du jetzt bloß quatschen? Ja, also, sei ehrlich, willst du nur bloß quatschen oder hast du ein looted Experiment zu erzählen? Ja, also ich habe ein Experiment. Oder hast du einen Vorschlag für ein looted Experiment? Wie bitte? Ich habe viele Vorschläge. Na, mach mal einen. Also erstmal ein Vorschlag wäre gut krass, wenn man jetzt, sagen wir mal, in den Projektwochen in den Schulen die Lehrer einfach mit den Schülern austauschen würde. Gucken, was dabei rauskommt. Was soll dabei rauskommen? Ich weiß es nicht, deswegen einfach mal gucken. Naja, aber wie stellst du dir das vor? Die Schüler sollen dann Unterricht machen? Nein, dann muss einer von dem Lehrer aufgesucht werden. Ein Schüler soll Unterricht machen? Genau. Aber dann sag mal, möchtest du... Was? Also das Ende ist doch klar, dass es eine Katastrophe ist, oder? Nee, wieso? Wenn man einen intellektuellen Schüler benutzt? Man muss ja natürlich nicht einen Abschwung nehmen. Ja, und was sollte der sollte jetzt Matheunterricht machen? Nein, kein Matheunterricht, ein richtigen Unterricht, aber dann... Na warte, was ist ein richtiger Unterricht? Matheunterricht ist doch richtiger Unterricht. Wieso ist Matheunterricht richtiger Unterricht? Na, ist wahrscheinlich der richtigste Unterricht, den man sich vorstellen kann, wo man am wenigsten so rumschwurbelt, oder? Wie schwurbeln? Naja, so Deutsch kannst du irgendwas erzählen. Bei Mathe kann man immer noch nachrechnen. Ja. Naja, ich meine jetzt eine Faustinterpretation abzuliefern. Ja. Da gibt's gute und schlechte, aber so richtig zu sagen, die stimmt nicht, die ist gut, die ist schlecht, fällt ja nicht so leicht wie in, wenn da vorne einer steht und sagt irgendwie, die Wurzel aus 13 ist 8. Na, ja, wissen wir, naja, ist Blödsinn.
Ich habe, glaube ich, eins vergessen. Ich meinte das so, dass der Schüler die Lehrer unterrichtet. Ja, aber worin soll er die unterrichten? Ah, vielleicht Sozialkunde, keine Ahnung, irgendwas lustig. Ja, aber der müsste doch Ahnung davon haben. Naja. Na, hat er doch aber nicht, sonst wäre er kein Schüler. Na, was denn? Naja, wovon, also jetzt sag mir mal, wovon haben Schüler, also außer ein bisschen von Kiffen und vielleicht von Musik, wovon haben Schüler mehr Ahnung als Lehrer? Ja, vielleicht. Also jetzt mal, ich bin kein, ich muss mal ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt ein großer Freund und Verteidiger von Lehrern. Aber andererseits kannst du hundertprozentig wissen, dass ich weiß Gott kein Freund von Schülern bin. Das ist klar, ja. Ja, weil die immer nur große Fresse haben. Nein, das stimmt nicht mehr. Nee? Nee, da gibt's schon ein paar Ausnahmen. Naja, ein paar Ausnahmen gibt's, das gebe ich gerne zu. Aber ansonsten nölen die da nur rum. Ja. War, oder? Und ist aber schrecklich. Ja. Ich meine, klar, nölen Lehrer auch rum, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem nölenden Lehrer und einem nölenden Schüler, würde ich mich immer für einen nölenden Lehrer entscheiden. Auf jeden Fall, weil er dann noch ein bisschen intelligenter ist als der Schüler. Ja, ohne. Selbst wenn ich eine Unterwahl zwischen einem unintelligenten Lehrer und einem unintelligenten Schüler hätte, dann würde ich immer noch den unintelligenten Lehrer nehmen, weil der vielleicht wenigstens mit Fachwissen zulabern könnte. Genau, ungefähr wie es wenigstens die elementaren Regeln der Höflichkeit hoffentlich beherrscht. Das auch. Was man bei Schülern ja nur wieder nicht voraussetzen kann. Ja, da hast du vollkommen recht. Siehst du? Insofern ist dein Experiment von vornherein schon gleich gescheitert. Ja, dann habe ich noch ein Experiment, mal aus einem halben Jahr einfach steuern, sein zu lassen. Und was passiert denn dann? Ja, werden wir ja sehen, oder? Experiment. Na, nicht, wer dann, Experiment heißt ja nun nicht, dass man sich keine Gedanken mehr macht, sondern im Grunde muss man sich da Gedanken machen und müsste Hypothesen entwickeln, was ungefähr passieren kann. Und wenn es wirklich unentscheidbar scheint und man überhaupt nicht weiß, was rauskommt, dann macht ein Experiment erst Sinn. Oder wenn man ja. Wie heißt die KG, die 16% hier? Mehrwertsteuer. Ja. Die einfach mal sein zu lassen. Und was wäre, die Wirtschaft ein bisschen hochkurbelt. Wieso würde die Wirtschaft ankurbeln? Ja, wenn jetzt zum Beispiel bei größeren Summen, sagen wir jetzt bei meinem größeren Einkauf, ja, sagen wir 160 Euro. Ja, also das würde jetzt billiger werden. Ja. Irgendwas, was 120 Euro kostet dann 100 Euro. Mhm. Gut. So in etwa. Ja. Dann hat der Käufer schon mal ein bisschen mehr Kohle, ja, und kann sich ein bisschen mehr wieder leisten. Gut. Würde mehr gekauft, müsste mehr produziert werden, meinst du, also das wäre jetzt gewissermaßen das klassische Keynes. Bei Keynes? Ja, ist jetzt egal. Ach so, ein klassisches Wirtschaftsbelebungsmodell. Aber andererseits muss man ja überlegen, wozu erheben die Steuern? Also abgesehen davon, dass jeder Steuern scheiße findet. Ja, wieso? Ich finde es nicht scheiße. Ach so. Naja, aber das ist ja so Standard. Oh, Steuern. Ja, Steuern. Aber ich meine, wenn die wegfallen, dann hat der Staat wieder keine Kohle und kann wieder seine Projekte nicht steuern. Dann würden möglicherweise, weiß ich nicht, Straßen nicht gebaut oder Wohnungen nicht gebaut oder Lehrer nicht bezahlt, ja, nicht oder. Von der Mehrwertsteuer, oder? Auch von der Mehrwertsteuer, wieso nicht? Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Wieso kannst du dir das nicht vorstellen? Nee, das ist doch eine klassische Steuer. Ist ja jetzt egal, ob es Einkommenssteuer ist oder Vermögenssteuer oder also Kirchensteuer, da weißt du, was sie damit machen. Aber wo das jetzt im Einzelnen hingeht, ist doch jetzt also nicht so durchschaubar. Ja, das ist doch wieder assi. Na, alles nicht so einfach, oder? Ja, leider. Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich hab zu danken. Aber es waren jetzt schon zwei halbwegs überlegte Experimente. Ich habe heute früh noch ein Experiment durchgeführt. Und welcher Art? Ich habe ein Rotavirus, das wird dir wahrscheinlich überhaupt nichts sagen. Nee, computermäßig oder wie? Nee, nein. Richtig ein Virus, krank, ich bin krank. Ach so. Da Durchfall, starke Kopfschmerzen, ja, bleibt nichts im Magen. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, machst du mal Spaghetti und guckst, ob die verträgst. Und? Hat leider nicht geklappt. Ja, also Experiment ist nicht in deinem Sinne ausgegangen, meinst du? Nee, also ich hatte kurze Zeit zwar was im Magen, aber. Ja, aber eben nicht so lange. Hat zwar auch gut geschmeckt. Siehst du, war der Virus stärker als die Spaghetti? Genau, sozusagen. Okay, vielen Dank für den Anruf. Ja, schönen Tschüss, Abend. Tschüss, dir auch. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Armindo. Wer? Armino? Armindo. Armindo. Cool, ich habe ein Experiment von mit der Post. Also, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe mal überlegt. Und na, jedenfalls. Man schreibt Absender und eben da, wo es ankommen soll, ne? Ja. Und wenn man den vertauscht und eine Briefmarke draufklebt, die ein bisschen zu wenig Wert hat. Und jedenfalls, wenn man Absender und... Jedenfalls, wenn du den vertauscht, dann kommt es bei dir wieder an, oder? Nein, wenn man...
Ja, das ist nicht verzwickt. Also, normalerweise schreibe ich meinen Namen als Absender. Ja. Dann schreibe ich aber den Absender, den Namen da eigentlich, wo es ankommen soll. Ja. Und zum Beispiel eine Briefmarke, die nicht genug Wert hat oder so. Ach so, und du meinst, ob der, dass er dann zurückkommt? Ja, aber... Ist denn bei dir schon mal ein Brief zurückgekommen, der zu wenig Frankieren, wo die Briefmarke zu klein war? Ja, ein Brief zurückgekommen ist schon mal, aber ich meine, als Absender nicht meinen Namen zu schreiben, sondern den Namen zu schreiben, wo es eigentlich ankommen soll. Ah ja, ist klar. Und dass die Post davon aussieht, der Brief ist nicht ausreichend frankiert, wir schicken ihn zum Absender zurück. Genau. Und dann du damit gewissermaßen Geld sparst. Genau. Naja, mach es doch mal und dann erzähl nächste Woche. Das würde mich ja auch interessieren, was da rauskommt. Keine schlechte Überlegung. Gut, und dann halte ich noch eins. Und? Und zwar alle die Hörer, die jetzt zuhören, ne? Ja. Die mich kennen. Achtung, die mich Sekunde der pädagogischen Bewährung. Was ist mit denen? Ja, die grüße ich einfach mal. Das ist spitze. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Felix. Hallo, Felix. Ja. Ja. Hallo. Ja. Na, machen wir mal weiter, wa? Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der Jakob. Hallo, Jakob. Ja, ich hätte mal ein Experiment, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Experiment so an sich ist. Wäre aber schön, wenn es ein Experiment an sich wäre. Ja, Weil ist ja eine Experimentsendung heute. Und zwar ist es ein Sprichwort, allerdings nicht als Sprichwort, also es ist ein sehr bekanntes Sprichwort, aber mit Fachbegriffen. Ja. Und mich würde interessieren, ob irgendein Hörer im Senderadius dieses Sprichwort erkennen könnte und übersetzen könnte. Das ist aber kein Experiment. Du hast eine Frage, du hast ein Sprichwort, von dem du nicht weißt, was das bedeutet und würdest ja nicht wissen, was das bedeutet. Ich weiß schon, was es bedeutet, aber es sind halt Fachbegriffe und es ist ein bekanntes Sprichwort. Ach so. Nur halt in Fachbegriffe übersetzt. Und ob irgendjemand, der dieses intelligente Radio hört, auch die Intelligenz besitzt, dieses... Also im Grunde ist es jetzt eher ein Rätsel. Ja, aber Rätsel und Experiment liegen ja nah beieinander. Nee, würde ich nicht sagen, aber gut. Sag mal dein Sprichwort. Okay, ich sag's mal langsam. Die voluminöse Expansion der subterranen Knollengewächse ist reziproportional zur intellektueller Kapazität. Die dummen Bauern ernten die größten Kartoffeln. Hey, super. Woher weißt du das? Naja, war nicht so schwer. Echt nicht? War eben ein Rätsel, nee. Ach, schade. Naja, okay. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke, ciao. Tschüss. Hast du denn jetzt noch ein interessantes Experiment? Ja, klar, hoffe ich doch jedenfalls. Na, dann erzähl mal. Und zwar kannst du die Intuition testen, wenn du einen Würfel halt wirfst und irgendwelche müssen es halt raten. Und da kannst du auch unterscheiden so zwischen Weibchen, Männchen oder zwischen im Alter oder sympathisch oder unsympathisch. Wieso, was hat das damit zu tun? Naja, halt wer den Würfel, die Zahl halt dreht, so kriegt halt einen Punkt so auf seiner Seite. Und du meinst, dass da irgendwie Geschlechtsunterschiede erkennbar wären? Man könnte sich vorstellen, dass ja Frauen vorn liegen könnten, aber es wäre natürlich zu beweisen. Aber warum denn? Ja, man spricht doch von weiblicher Intuition. Ja, aber Intuition bezieht sich doch nicht auf Würfel oder auf da müssten ja Frauen irgendwie deutlich mehr Lotto gewinnen als Männer. Na gut, dann... Ja, vielleicht liegt sie auch. Intuition meint doch eher wahrscheinlich irgendwie, also so zwischen Menschen, dass man irgendwie was vom anderen mitbekommt, was ein sogenannter Stiesel eben nicht mitbekommt. Dass jemand anders traurig ist oder Probleme hat oder sowas. Ja, das ist dann wahrscheinlich die weibliche Intuition, das stimmt. Ich meine, dein Würfelexperiment, mach es doch einfach mal. Jetzt gleich oder was? Nee, nicht jetzt gleich. Du kannst nächste Woche Bescheid sagen. Warten, ja, das genau. Stimmt schon. Naja, aber wer halt. Ist ein Experiment, was du gerne machen würdest? Na, ich werde es mal ausprobieren. Dann würde ich sagen, dann mach es. Okay. Aber nicht fürs Radio halt, wa? Jetzt nicht fürs Radio, genau. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, mach's gut. Tschüss. Hallo, Mirko! Mirko! Steffen! Mirko! Ja! Hallo, ja? Was denn? Hier kannst du runter! Warum soll ich runter? Wenn du runter kannst, Knocke! Was ist denn? Wir wollten das heute machen! Was denn? Mit dem Wohnheim, weil die Ausländer wollen! Tunicke! Das Anzünden oder was? Ja, heute!
das kann heute nicht. Mutter, hast du wieder keine Zeit? Nee. Aber nächste Woche mal. Komm, du verschiebst das von Woche zu Woche. Ja, ja, bei dem Wetter heute hier, guck doch mal an. Weißt du, was du für ein schlechter Faschist bist? Ich bin ein guter Faschist. Überhaupt nicht, du bist ein einfacher Scheißfaschist. Komm mal zu, mein Freund, ich bin ein guter Faschist, aber. Geld um mich! Kann mich so nicht zerteilen! Wir haben ja noch andere Sachen zu tun! Ich hab Familie! Mutter! Und da musst du endlich mal Prioritäten setzen! Ja, was dir wichtig ist! Entweder Faschist sein oder Familie. Ich mach's doch gerne, ich mach's doch wirklich gerne, aber wann denn, Mensch? Du musst das klären, oder? Ja, klären. Ich mach's wirklich gerne. Das ist Scheiße mit dir, Mensch. Ah. Wir verschieben das und das wird nie was. Das muss ja auch gemacht werden, ich weiß, aber das ist heute... Aber eine andere Sache zu tun. Das Wetter und das ist doch alles Scheiße. Das muss doch auch Spaß machen. Du bist ein Scheißfaschist, bist du. Ich bin ein guter Faschist. Scheißfaschist. Ach, hör auf. It's not good.
Wenn Fritz in Potsdam, dann 102,6. Fritz Info. 0.33 Uhr, das Wetter, nachts kann es regnen, nur im Osten Brandenburgs bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen um 10 Grad, morgen gibt es wieder einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. US-Verteidigungsminister Rumsfeld hat eine lückenlose Aufklärung der Foltervorwürfe im Irak angekündigt. Die Taten seien völlig unakzeptabel, sagte er in Washington. Das US-Verteidigungsministerium zog aus den Foltervorwürfen inzwischen weitere Konsequenzen. So sollen die Haftbedingungen für irakische Gefangene verbessert werden. Das Nahostquartett hat den israelischen Plan für einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen begrüßt. Er begünstige die Suche nach dem Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, hieß es in einer Erklärung. Im UN-Hauptquartier in New York hatten sich Vertreter der USA, Russlands, der EU und der UNO getroffen. Der erste deutsche Freilandversuch mit genverändertem Weizen steht vor dem Aus. Unbekannte haben gestern Nacht das Feld in Sachsen-Anhalt verwüstet, teilte das Agrarministerium mit. Der Genweizen war erst vor 4 Wochen ausgesät worden. Dankeschön. Ein Hinweis auf den oder die Täter gibt es noch nicht. Zum Sport. Der FC Porto hat als erstes Team das Endspiel der Fußball Champions League erreicht. Porto gewann am Abend das Halbfinalrückspiel bei Deportivo La Coruña mit 1:0. Und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Tschechien das Viertelfinale verpasst. Das Team scheiterte in der Zwischenrunde mit 0:1 an der Schweiz. Verkehr auf Fritz, eine Meldung, Stadtautobahn Berlin, A100 Neukölln Richtung Wilmersdorf. Zwischen Tempelhofer Damm und Albuinstraße gibt es eine Baustelle. 2 Fahrstreifen sind dort gesperrt. Ansonsten gute Fahrt. Für alle, die Musik lieben, machen, hören, fühlen und brauchen. Fritz überträgt live. Pop 04. Musikmacher, Hörer und Experten treffen, fragen und antworten. Mit den Machern der Popcom, Betreibern von Downloadportalen, Musikexperten und euch. Denn ihr seid mittendrin, könnt eure Fragen fragen und eure Meinung meinen. Dazu Live-Musik von Zinnober, Teleman und Killer Couch. Und der Eintritt ist frei. Pop 04. Musikmacher, Hörer und Experten. Kommenden Sonntag ab 14 Uhr im Berliner Saal der Deutschlandhalle. Messegelände Berlin. Und im Radio. Live Musik. Fritz. Ein Wind weht von Süd und treibt mich hinaus aufs Meer. Mein Kind, sei nicht traurig, fällt auch der Abschied schwer. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Nacht und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Wein nicht, mein Kind, denn Tränen, die sind vergebens. Lavaloma, oh hey. Einmal muss es vorbei sein. Nur Erinnerungen, Stunden der Liebe bleibt noch ein Land zurück. Seemanns Braut ist die See und nur ihr kann er treu sein. Wenn der Sturm ins Anlies singt, dann winkt uns der großen Freiheit Glück. Thank you.
kann der Himmel sein. Ich schau hoch vom Messkorb weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick, zurück darf kein Seemann schauen. Kap Horn liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. Seemann, wie wacht, denn strahlt auch als Bild des Friedens. Hell durch die Nacht das leuchtende Kreuz des Südens. Schroff ist das Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde. Früh oder spät schlägt jedem von uns die Stunde. Labaloma, oh hey, einmal muss es vorbei sein. Wenn der Sturm, wenn sein Lied singt, dann winkt uns der großen Freiheit Glück. Seemanns Braut ist die See, und nur ihr kann er treu sein. Einmal holt uns die See, und das Meer gibt keinen von uns zurück. Labaloma, oh hey, Labaloma. La Deutsche Vita war das mit einem Klassiker. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuhner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, noch so ein Rest-Experimental-Sendung. Der Hintergrund ist ja der, dass ich gerade wieder in der heutigen Sendung ein Experiment gestartet habe, mit dessen Ergebnissen ich euch in der Sendung in zwei Wochen vertraut machen will. Ich habe 1.000 Euro ausgelobt, die man gewinnen kann, wenn man der Einzige ist, der sie gewinnen will. Ansonsten werden die 1.000 Euro durch die Zahl der Teilnehmer hier teilt und einer der Teilnehmer gewinnt dann den entsprechenden Teil, der übrig bleibt. Je mehr daran teilnehmen, umso weniger gewinnt man, je weniger daran teilnehmen, umso mehr gewinnt man. Aber man muss dafür eben auch nichts weiter machen, als mir eine E-Mail schicken an kuttner@kuttner.de, am besten in die Betreffzeile Gewinnspiel schreiben. Man hat auch die Möglichkeit, sich mehrfach daran zu beteiligen. Also man kann, wenn man jetzt 10 Mails schickt, dann hat man natürlich die 10-fache Chance, etwas zu gewinnen, trägt gleichzeitig dazu bei, dass der Gewinn geringer ausfällt, als wenn man nur eine schicken würde und gewinne. Also, einfaches Spiel, 1.000 Euro liegen im Kasten. Eine E-Mail an kuttner@kuttner.de beziehungsweise einen Brief oder eine Postkarte an RBB Fritz Kuttner, Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Und ihr seid dann schon erstmal im Topf, aus dem dann der Gewinner gezogen wird. Ansonsten wollte ich eigentlich ganz gerne hier mit euch über Experimente, die ihr euch ausgedacht habt, die ihr gemacht habt, an denen ihr beteiligt wart, denen ihr euch unterworfen gesehen habt, die ihr erlebt habt, reden. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Da jetzt ja doch irgendwie relativ viele Anrufer sind und nur noch wenig Zeit ist, würde ich mal, was ich früher mal gerne gemacht habe, eher so eine Art Schnelldurchlauf machen. Also ihr hättet jetzt zwar die Gelegenheit, hier anzurufen, aber euch bleiben nicht mehr als 3 bis 5 Sätze, das, was ihr sagen wollt, denn auch zu sagen. Hallo? Hallo, hi Kutti, hier ist Silvia. Hallo Silvia! Ich ja, Wolle lebt nur dem jetzt gut, hast du gehört, oder? Der spült pausenlos sein Klo.
Ja, sie hat mich eben angerufen von einer Dreiviertelstunde ungefähr und ich sollte mich anrufen, und Bescheid sagen. Super, na damit ist ja das Experiment gut ausgegangen, weil vorhin hat ja ein besorgter Hörer angerufen. Der wollte eigentlich nur veranlasst sehen, dass ihr miteinander telefoniert und hier Bescheid sagt, dass ihr Kontakt zueinander hattet. Ah ja. Silvia, wie geht's denn so? Was macht der Verlobte? Oh, alles klar, bestens. Alles klar, ich habe das Positive zu berichten, und zwar am 20. Mai, an dem Tag, wo Wolle Geburtstag hat, das ist bei mir ein Jahr her, also seitdem bin ich trocken, seit habe ich keinen Alkohol mehr getrunken. Seit einem Jahr? Ja, echt, hab geschafft. Boah, das ist aber echt nicht schlecht. Ich mach weiter so. Silvia, Hut ab. Ja. Ja. Das kann man wohl sagen. Ja, das kann man wohl sagen, oder? Ja. Na, das ist ja schick. Ja. Und jetzt geht doch so ohne? Natürlich, wunderbar, bestens. Viel besser als mit scheißere Zeug. Mach dir blöd im Kopf. Gut. Zeit vergeht auch so, der Tag, der die Zeit, die rast, der Tag, der rennt, obwohl man keine Arbeit hat, aber trotzdem, man hat genug zu tun. Gut. Zeit, man muss sich nicht die Birne vollknallen. Stimmt. Das Leben ist auch ohne Alkohol schön, viel schöner. Ja, sagt es mal schön laut, dass es auch in die Ohren der hier Anwesenden dringt. Anwesenden Hörer, meinst du? Hörer meine ich jetzt, genau. Ja. Gut, gibt ein Leben ohne Alkohol. Genau. Und ist durchaus nicht unbunt. Nee, wunderbar, ist das schön. Okay. Wunderbar, herrlich. Super. Schönen Gruß an alle, an Wolle und Andrea, ja. Und genau. Babsi und an den Verlobten natürlich. Ansonsten wird ihr ja nicht gegrüßt. Das weißt du eigentlich, oder, Silvia? Ah, wieso nicht? Nur einfach so. Ach so, Silvia, es wird nicht gegrüßt. Ja, ja, okay. Okay, vielen Dank für den Anruf, Silvia. Tschüss. Hallo, hallo? Ja, ich bin's noch einmal. Ja, na los, in drei Sätzen. Ja, würden's im Moss Bier trinken, was schmeckt noch Bratwurst? Ah, das war ein Ansatz. Hallo? Hallo? Mensch, Kinder, hallo? Ich grüße Daniel. Ja, so sieht ein Schnelldurchlauf. Ich grüße Daniel. Das ist aber cool. Was spielt man da? Achtung, Sekunde der pädagogischen Bewährung. Die Bilo war wieder dran. Hallo? Hallo? Moin, Herr Kuttner. Moin. Ich habe ein biologisches Experiment. Na? Pass auf, also eigentlich war das eine Anleitung gewesen, die ich nicht gelobt habe und deswegen ausprobieren musste. Wie züchtet man Wasserflöhe? Wie züchtet man denn Wasserflöhe? Und zwar habe ich in der Anleitung gelesen, dass alles, was du brauchst, ist Hefe. Ja. Wasser und Hefe. Und das konnte ich nicht glauben und musste das ausprobieren. Einfach. Und wo kriegst du die Flöhe her? Na, die zu kaufen. Ach so, und aber dann? Die kann man natürlich auch fangen. Dann machst du Wasser, Hefe und schmeißt Flöhe rein und dann vermehren die sich. Na, noch nicht ganz. Ach so, was heißt nicht ganz? Na, du brauchst Wasser und brauchst Dreck. Und den nimmst du am besten aus dem Filter vom Aquarium, weißt du? Was denn für Dreck? Na so Grünsparen, so was halt so anfällt, ach so. Vom Aquariumfilter. Und können wir da nicht auf die Straße gehen und was so aus so einer Baumscheibe kratzen? Naja, wir brauchen da so eine Bakterien irgendwie. Ach so, ja, ja. Siehst du? Und dann gibt's da noch ein paar Schnecken drin. Ja? Weil Schnecken sind nämlich sozusagen das Salz in der Suppe. Ja. Weil die Schnecken fressen nämlich irgendwie die Hefebakterien. Ja. Und die Abfälle von den Wasserflöhen. Ja. Und damit wird das Wasser nie irgendwie keimig. Ah ja. Verstehst du? Ja. Und das fand ich ziemlich, also beim ersten Mal bei mir für tierische Hose gegangen, das Experiment. Und das zweite klappt. Schon seit über einem Jahr. Wo, sag mal, warum will man denn Flöhe haben? Wasserflöhe? Ja. Na, als Futter. Wo, für Fische? Für Fische und Frösche und was weiß ich nicht. Ach so, hast du so Aquarium und so? Ja, ja. Ach toll. Wie viel Liter denn? Insgesamt? Ja. 600. Wie viele Aquarien hast du denn? Na, mit den Wasserflöhe-Aquarien? Ja. Sind fünf. Also ich habe vier Decken über Wasserflöhe. Sag mal, warum schafft man sich fünf Aquarien an? Naja, drei schafft man sich an aus Spaß und Freude und vier, um Futter zu produzieren. Super. Und die drei, da hast du dann schon mal. Was machst du, wenn du in Urlaub fährst und so? Naja, dann muss halt jemand kommen und füttern. Ach so, und ansonsten sitzt du schon abends so manchmal beschaulich davor und kickst dir dann deine Fische an. Und trinkt dabei ein Bierchen, ja. Super. Wie groß ist denn der größte Fisch? Der größte Fisch? Ja. Meinst du so in Zentimetern? Ja. Boah, warte mal, ich brauch mal Lineal. Na, ungefähr. Na, so wesentlich 15. Ach. Und was ist ja, wie teuer ist der teuerste Fisch? Die waren alle nicht so teuer, so 10 Euro. Ach so, echt? So billige Fische? Ja, naja, aber... Na, sag mal, kommt dir da das Bier nicht hoch? Wenn du dann da,
Kommt ja da das Bier nicht hoch, wenn du dann da immer so Schnäppchenfische durchs Aquarium huschen siehst? Na, ich muss dann kein Fisch für 50 Euro im Becken haben. Na, du willst doch Koi-Karpfen, dafür kriegt man 100.000 Mark. Ja, aber wer hält denn Koi-Karpfen in einem Aquarium? Das hätte ich nicht wieder rein. Weiß ich gar nicht, wo hält man ihn? Na, in einem Becken. Ich meine, so ein Koi-Karpfen, der wird irgendwie 30 Zentimeter lang oder so. Echt? Oder 40. Oh. Also das kannst du ja nur nicht... Aber warum züchtest du nicht Koi-Karpfen? Damit kann man doch toll Geld verdienen. Ich meine, wenn das hier bei den Wasserflöhen gelungen ist. Na, weil ich hier nicht dieses komische Aquarium aus diesem Hotel in Berlin da habe. Ach so. Wisst ihr? Da braucht man so richtig so was ganz Großes? Da, für Koi-Karpfen brauchst du was ganz Großes. Würde bei dir nicht in die Wohnung passen, oder was? Würde hinpassen, aber ich glaube, dann würde hier die Statik in dem Haus versorgen. Na gut, okay, du bist entschuldigt. Gut. Also bleib bei den Guppies. Nein, auch keine Guppies. Keine Guppies? Nein. Guppi ist, glaube ich, das Einzige, was ich an Aquariumsfischen kenne. Echt? Kennst du nicht mal Black Mollies? Nein. Nein. Black Mollies? Ja. Na, das klingt aber gut. Ja, die sind aber scheiße. Wieso denn? Klingt irgendwie doch... Standardfisch. Klingt so ein bisschen erotisch. Nicht. Ja? Nee? Ja, weil wir lebend die Bären sind. Deswegen haben alle kleinen Kinder haben Black Guppies, glaube ich. Black Mollies. Ach so. Weil da kommt aus dem Fisch wieder ein Fisch raus. Ja, da kommt, also der Fisch wird immer dicker und dicker und dicker und dann wieder so aus, wenn er platzt und dann wird 10 junge Fische da. Ach so, super. Und daran freuen sich dann kleine Kinder? Denke ich mal. Aber erwachsene Biertrinker haben daran kein Vergnügen mehr? Na, nicht so richtig. Die sehen Fische lieber Leichen? Ja. Leichenfische? Fische wollten Leichen, ja. Ja. Wie viele Fische hast du denn? Zählst du die mal durch? Jetzt? Ja, nee, Grund, ja. Na, jetzt ungefähr, ja. Nee, du sollst jetzt nicht durchziehen. Weißt du, wie viele Fische du jetzt hast? Naja, meine Black Mollies haben gerade Nachwuchs gekriegt. Ach, du hast doch Black Mollies? Ja, ne, Futterlieferant sozusagen. Ach, du echt? Ja. Oh, ist das brutal. Dann schmeißt du die kleinen, lebend geborenen Black Mollies, schmeißt du dann den anderen zum Fraße vor? Ja, die werden ja in den Becken geboren. Also die. Ach, ist das schon? Dann aufgefressen? Also bis jetzt haben die anderen das nicht gefressen. Und du sitzt dann davor und trinkst ein Bier. Du hoffst dabei, dass du jetzt so eine eklige Fisch-Erlebnisse hast? Das ist doch die Natur der Dinge. Ja, naja, klar ist die Natur, aber trotzdem ist es ein bisschen grauselig. Man will es doch auch nicht sehen, wenn jetzt ein Löwe einen Aha mit Rehkitz anfällt. Ja, aber wahrscheinlich hast du jetzt vor, hier irgendwie ein Salamibrötchen und zu liegen. Ihm die Kehle durchbeißt. Naja, da bin ich ja auch ganz froh, dass es drin nicht in meiner Küche geschlachtet wird. Ja, aber du holst ja dann irgendwie diesen darwinistischen Existenzkampf ins Wohnzimmer. Und freust dich bei mir daran. Naja, nicht nur ich, auch meine Katze freut sich daran. Deine Katze? Ja. Ja, die hat ja ein ganz anderes Interesse, oder? Ja, ist ein schönes Katzenkino. Ach Gott. Da lebst du mit Katze und Fischen. Ja. Und Fröschen. Und Fröschen. Ja. Dann kann man sich eine Freundin nicht mehr leisten. Schon finanziell nicht, oder? Nee, so ein Aquarium kostet so viel wie eine Freundin. Genau. Ja. Und ist aber besser, weil es macht die Klappe nicht auf. Richtig, und ist ja viel mehr Action drin. Also. Und ist mehr Action rund um die Uhr. Und macht weniger Sorgen und man kann beruhigt alleine in Urlaub fahren. Man kann ja nie sagen, die Freundin zu Hause lassen und jemanden zum Füttern vorbeischicken, oder? Ja, man kann sich für die Zeit, wo man in Urlaub fährt, eine Freundin suchen, die dann die Fische füttert. Ach so, genau. Das wäre dann eine Funktion, die eine Freundin irgendwie gut ausfüllen könnte. Ja, denke ich auch, oder? Ja, super, richtig. Recht hast du. Und Kinder, mit denen man sich ums Bier streiten muss. Na, das könnte man ja dann stehen lassen, solange. Ach so, ja, gut. Nicht angerührt. Super, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Mach's gut. Okay, tschüss. Ciao. Hallo, wer bist denn du da? Deine Mutter ist fett. Ach Gott. Hallo, wer ist denn da? Ah, hallo? Jetzt sollte nochmal ein schöner Schnell. Ja, naja, was denn? Mensch, also, war ja jetzt auch aus dem Koma hochgeschreckt? Inzwischen? Wunderbar. Ja, so ungefähr. Pass auf, ein interessantes Experiment, da würdest du wahrscheinlich außer deinen 1.000 Euro, die du schon, naja, fast spendiert hast, noch einen Kasten Bier drauflegen. Wieso? Wofür? Na, für das Experiment, wenn es durchgeführt wird. Ach, soll ich machen? Weil das wahrscheinlich nicht durchgeführt wird. Das wäre ein soziologisches Experiment. Ach so, na, erzähl mal. Würdest du das gerne machen oder würdest du gerne sehen, dass ich es mache? Nee. Ich muss mal ganz kurz das Radio leise machen, weil ich ein bisschen irritiert. Deswegen war ich auch so, naja. Ja, ich merke schon. Also, wenn du jetzt die gesamte Arbeits... Moment, jetzt muss ich das mal anders auffädeln.
wenn du die gesamte Arbeitszeit der deutschen Bevölkerung nehmen würdest, also die Stunden, ja, die gearbeitet werden, und dazu nochmal die Einkünfte, die Lohneinkünfte, Kapitaleinkünfte, Zins- und Mieteinkünfte und die durch die Arbeitsstunden teile, oder genau, wie? Und dann würdest du wissen, was gewissermaßen ein durchschnittlicher Stundenlohn oder Stundeneinkunftsdings da ist. Wobei Kapitaleinkünfte sind ja gerade mit Arbeit nicht verbunden, oder? Da setzt man sich da bloß hin und beobachtet die Aktienkurse oder freut sich über sein Festgeldkonto. Die beziehen sich aber auf die Arbeit. Auf wessen Arbeit? auf den, der die Einkünfte hat. Nicht auf den, der die Einkünfte hat. Genau. Das ist ja klar, aber das gehört mit zum Arbeitsbezug dazu. Wenn ach so, die Kapitaleinkünfte, ja, jetzt, ich sag mal, auf irgendwelche... Also eine Berechnung gibt's ja wahrscheinlich. Das werden nur Ökonomen machen, das irgendwie ausrechnen. Ja, jetzt komme ich ja zum Experiment. Ah ja. Dann würde man wahrscheinlich auf einen Durchschnitt... Also der dritte Faktor ist noch natürlich die Anzahl der Arbeiter. Würde man auf einen gewissen Durchschnittsstundenlohn kommen. Ja. Das heißt, jeder würde den gleichen Stundenlohn bekommen. Ja. Und das heißt, ein Politiker würde den gleichen Stundenlohn bekommen. Der Mann, der die Müllabfuhr bewältigt, würde den gleichen Stundenlohn bekommen. Ja. Und mit dieser Option würde man das Volk fragen, wärt ihr damit einverstanden? Denn wäre es doch interessant zu wissen, wie viel Prozent des Volkes jetzt mit diesem Experiment einverstanden wären und wie viel eher dagegen wären. Naja, wahrscheinlich 90% wären dafür. Naja, vielleicht nicht 90, 75, aber immerhin. Aber wahrscheinlich sogar 90, oder? Weil deren Lohnsatz sicher unter diesem Durchschnitt liegt. Ja, also Das sind immer so klassische Zahlen irgendwie, dass, ja, sagen wir mal, 3% der Bevölkerung so viel Geld haben wie die restlichen 97%. Naja, also es wird ja aus dem Osten gesendet und da ist 20% Arbeitslosigkeit, aber ich gehe mal ein bisschen realistischer ran. Im Westen denke ich, jemand, der bei Mercedes arbeitet, wird auch gut verdienen. Oder, ja, aber der wird immer noch unter dem Durchschnitt bleiben. Ja, doch. Weil du hast dann irgendwie noch diese Esser-Millionen zum Beispiel. Also ich meine, was hat er an Abfindung gekriegt? 40 oder 60 Millionen? 60 waren das. Naja, jetzt machen wir daraus einen Stundenlohn. Also wie lange hat er dafür gebraucht? 2 Tage, oder? Naja, ein bisschen länger, aber trotzdem... Wieso? Ein bisschen länger? Der Beschluss kann ja nicht so lange gedauert haben. Ja. Mit Arbeit hatte der nichts zu tun gehabt. Naja, ist jetzt auch real. Aber ich meine, jetzt jemand, der irgendwie 20 Millionen, jetzt sagen wir mal meinetwegen, wenn er ein Jahr da Vorstandsvorsitzender war, viel länger war der, glaube ich, nicht. Wenn er dafür 40 oder 60 Millionen kriegt... Jetzt überleg mal, wie viele normale Mercedes-Arbeiter du brauchst, um auf 60 Millionen zu kommen. Ja, da hast du natürlich recht. Ich meine, das ist dem größten Teil der Bevölkerung auch bewusst, aber da geht es wieder ein bisschen in die Psychologie rein, denn der Mensch ist ja bekanntermaßen auch ein sehr duldsames Tier. Das stimmt. Aber andererseits, welche Folgen hätte das wäre das eigentlich Interessante, welche Folgen hätte das, wenn alle dasselbe bekämen? Aber so eine Experimente gibt es ja. Wahrscheinlich, hallo? Ja, ja. Wären alle ziemlich zufrieden, ne? Ich weiß es nicht. Oder unzufrieden. Also wir sprechen ja jetzt davon, dass jemand, der zum Beispiel, wir sprechen von gleichen Stunden, und jemand, der 12 Stunden arbeitet, bekommt dann etwas mehr. Ja, ja. Als jemand, der nur von mir aus 4 oder 5 Stunden arbeitet. Ja, ja. Und der 4 oder 5 Stunden arbeitet, würde dann akzeptieren, okay, der macht ein bisschen mehr, dann kriegt er auch ein bisschen mehr. Bei Esser ist es ja so, er arbeitet sicherlich nicht 1000 Stunden am Tag. Glorig hoch. Allerhöchstens 24. Und selbst 70 wird er mit Mühe nur schaffen. Da muss er sich anstrengen. Genau, den schafft er vielleicht mal an eben Tag. Und dann braucht er aber wieder eine Woche frei. Ja, das wäre mal ein Experiment. Das nennt man unter Umständen ja Sozialismus, oder? Naja, nennt man auch nicht Sozialismus. Aber, ja. Das darf man ja nicht mehr. Ne? Darf man ja nicht sagen, genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Keine Ursache. Okay, tschüss. So, damit sind wir jetzt, glaube ich, auch ans Ende der Sendung gelangt. Jetzt geht's nicht weiter. Ich kann mich eigentlich nur noch mal verabschieden und mich an mein Experiment und euch an mein Experiment erinnern. 1000 € liegen da. Man kann gewissermaßen teilnehmen an der Verlosung, indem man mir eine E-Mail schickt, kutner@kutner.de, beziehungsweise einen Brief oder eine Postkarte an
RBB, Fritz Kuttner, Postfach 909014439 Potsdam. Gewinnen kann man die ganzen 1000 Euro, wenn man der einzige Teilnehmer ist. Und ansonsten werden diese 1000 Euro durch die Zahl der Teilnehmer geteilt. Und die daraus resultierende Summe geht dann an einen der Teilnehmer. Man kann, das gehört zu den Spielregeln, auch 3x, 5x, 10x, 20x teilnehmen, wenn man denn will, erhöht damit seine Gewinnchancen, schmälert aber den Gewinn. Wenn man 20x teilnehmen will, dann muss man 20x eine E-Mail an kuttner@kuttner.de schicken, beziehungsweise 20 Briefe, 20 Postkarten an RBB Fritz Kuttner, Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Und damit sage ich mit Lotte Lehmann und Franz Schuberts gute Nacht. Gute Nacht. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen von Liebe, die Mutter war von ihm. Nun ist die Welt zu trübe, ihr Weg gehüllt in Schwieb. Nun ist die Welt zu trübe, ihr Weg gehüllt in Nacht von einem zu dem anderen.
Mit der guten Nacht von Schubert wird es 1.05 Uhr. Fritz, Fritz. Night Flight. Am Mikrofon die Niemeyerin. Tag.